Ich habe mir unser Programm angeschaut und mir ist dabei aufgefallen, dass wir erstens so keine wirklich lustigen Talks hatten. Das hat sich dann ergänzt durch den Talk von Zauberberg gestern. Ist mir dann auch aufgefallen, dass keine einzige queere Person bei uns einen Talk halten würde. Und ich habe mir gedacht, gut, ich habe jetzt nicht wirklich was, wo ich drüber reden kann. Ich rede mal über nix und back derweil Plätzchen, damit es nicht ganz so langweilig ist. Und das ist, wie wir jetzt bei diesem Talk hier angekommen sind. Ich backe Plätzchen bzw. Lebkuchen und rede dabei hin und wieder über nix, wenn es nicht zu chaotisch ist und ich eh schon beschäftigt bin damit, dass hier nicht meine Plätzchen abfackeln. Genau. Wunderbar. Ich würde sagen, ich bin Herald, Rinderhack oder Lenny oder wie auch immer ihr mich nennen wollt. Hexchen als Talk-Inhaberin. Pronomen S bitte. Und genau, dann würde ich sagen, fängst du an. Fangen wir an, ja. Wenn du ich brauche als allererstes gleich mal deine Hilfe. Du müsstest mir diese Nelken hier irgendwie klein kriegen. In der Küche findest du bestimmt irgendwas, wie du das machen kannst. So, wir machen Lebkuchen. Und wir machen Lebkuchen sogar ohne Eier heute, weil ich mir gedacht habe, ich mag die Challenge. Ich mir gedacht habe, ich lasse die Eier weg. Das ist so ein bisschen fragwürdig von Tieren her und so. Genau, diese Plätzchen, beziehungsweise dieses Lebkuchen bestehen zu einem Großteil tatsächlich aus zuckerhaltigen Inhaltsstoffen, aber wir fangen erstmal an mit einem Kilo Dinkelmehl, Typ 1050, weil ist halt so. Das kippen wir einfach in eine Schale. Und dann kommt als nächstes gleich unser ganzer Zucker dazu. Und zwar sind das 500 Gramm unraffinierter Rohrzucker. Das ist auch, kann man durch andere Arten Zucker ersetzen. Brauner Zucker funktioniert genauso gut. Aber Rohrzucker ist angeblich etwas gesünder oder so. Naja, dieses Rezept, das ist ein Familienrezept. Tatsächlich von meiner Großmutter, mütterlicherseits, väterlicherseits und auch dort schon irgendwie in dritter Generation oder so. Es schmeckt recht gut, deshalb benutze ich das. So, dann normalerweise benutzt man Pottasche. Pottasche haben wir nicht gefunden, deshalb benutzen wir einfach ein ganz normales Backtriebmittel, Backpulver. Das hat zwar einen leicht anderen Geschmack, aber es ist nah genug dran, dass das noch gut funktioniert. So, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass Lenny mich gerade hört, weil er müsste mir noch was aus der Küche mitbringen. Warten wir halt einfach, muss er halt noch ein paar Mal öfters laufen. Was dann noch reinkommt, ist dann gleich Honig. Und zwar auch ein halbes Kilo einfach. Den müssen wir aber erst noch warm machen, damit man damit vernünftig arbeiten kann. Dann kommt noch Zimt rein. Und dann kommt als letztes noch E503 rein, das ist Ammonienhydrogencarbonat, auch Hirschhornsalz genannt, weil es halt ursprünglich mal aus Hirschhorn und anderen Tierteilen hergestellt wurde, aber ist, soweit ich weiß, nicht mehr der Fall. So, als erstes tun wir jetzt die trockenen Zutaten mischen. Was wir gleich dann auch noch machen, wenn die feuchten Zutaten dazukommen, also der Honig, normalerweise kommen auch noch Eier dazu, aber die lassen wir heute weg, dann haben wir hier auch noch das Hirschhornsalz das Backpulver. Die werden allerdings vorher in Wasser aufgelöst, bevor man die reinpackt, damit das Ganze sich besser mit dem Teig vermischen kann. So, ich habe gesagt, ich rede auch ein bisschen über nix. Was ist denn dieses Nix überhaupt? Das Nix, von dem ich reden will, das ist das Nix, das auch NixOS seinem Namen verleiht. Der Nix Paketmanager, das ist ein funktionaler Paketmanager, mit dem man schön Zeug machen kann. Ein paar von den bekanntesten Features von Nix ist, dass es zum Beispiel fließenden Rollback-Support gibt, wenn man sein System also versehentlich durch eine Installation oder eine Änderung in der Konfiguration kaputt macht, dann kann man das einfach zurückrollen. Und wo wir gerade bei Änderungen in der Konfiguration sind, das ist ein weiterer großer Vorteil von NixOS. NixOS ist halt nicht nur ein Paketmanager, nicht nur der Nix-Paketmanager, sondern zusätzlich auch die Möglichkeit, das System komplett deklarativ zu konfigurieren. Das heißt, man hat nicht überall im System Config-Dateien rumliegen, sondern es gibt eine einzige Datei oder beziehungsweise einen einzigen Ort, an dem die Config für das ganze System liegt. So, jetzt schauen wir mal zu Lenny rüber, wie der sich so anstellt. Sieht man nix. Ah.
Es ist Lenny nicht auf der B-Fläche. Sieht man den? Ah, da ist Lenny schon wieder. Hast du es zerkleinert gekriegt, die Nelken? Ja. Das ist sehr schön. Ich weiß nicht, wie klein du das brauchst. Och, aber das passt. Jetzt brauche ich von dir noch eine Tasse mit heißem Wasser. Kommt und sofort. Stopp. Bevor du nochmal läufst, kannst du den Honig gleich in ein Wasserbad packen. Ich glaube, das kriege ich noch hin. Für den Ofen dann auf jeden Fall. Sehr gut. Was dann auch gleich noch reinkommt, sobald wir soweit sind, ist dann Zitronat und Orangeat. Das sind Zitronen- bzw. Orangenschalen in Glucose-Fructose-Sirup und Zucker-Speisesalz. Das macht eine komische Geräusche. Meine Haare sind zu lang. Okay, sind es doch nicht meine Haare, das ist schön. So, schauen wir mal rüber zu Lenny. Was macht Lenny? Lenny, hörst du uns? Das ist ungünstig. Jetzt können wir Lenny ja trotzdem zuschauen. Wir hatten diese Kamera so hingestellt, da sieht man ja gar nichts. Naja. So. Ich kann Lenny anrufen, das wäre eine Idee. Ich habe ein Handy. Ich weiß nicht, ob Lenny und Handy so. Dann rufe ich Lenny mal an. Ich habe Lennys Nummer nicht. Hast du Lennys Nummer? Das wird schon wieder zu so einem Comedy-Stream. Ja, kaum. Ach, stimmt. Ja, ich glaube, dich hört man nicht, deshalb sage ich das einfach nochmal. Sehr schön. Ich glaube, Lenny geht nicht ans Telefon. Kommt Lenny wieder zurück? Dann schauen wir mal, dann kommt gleich Lenny. Das ist für den Stream jetzt, glaube ich, unglaublich spannend. Die schauen mir dabei zu, wie ich jemanden versuche anzurufen, der mir gerade Zeug holt. Tja, so ist es halt, ne? Ja, immer diese ganz spannenden Streams. Mein Gott, Lenny. Hallo Lenny. Das ist sehr gut. Wir wollten dich gerade anrufen für so Kommunikation. Eine Tasse mit Wasser. So, in diese Tasse mit Wasser kommen jetzt als allererstes mal die Nelken rein. Wenn du mehr brauchst, einfach Bescheid sagen. Oh, das soll so reichen. Werkzeug ist jetzt da. Wie hast du die überhaupt klein gekriegt? Du hast einen Löffel in der Hand. Und ein Brett. Ah, du hast die einfach zerdrückt. Ja. Also das geht natürlich. So. Wir wissen ja, bei Lenny ist Gewalt immer eine Lösung. Ja. Ich meine, das haben wir ja beim Aufbau dieser Bühne sehr schön gesehen. Naja, wobei, KZ, glaube ich, war es zu zitieren. Gewalt ist keine Lösung, aber das soll sie auch nicht sein. Es geht aber trotzdem teilweise auch als Lösung. Ja, ich meine besonders, wenn man so Traversen aufbauen muss, bei den Sachen festgerostet sind. So, das ist jetzt das Hirschhornsalz. Hirschhornsalz, das ist auch einfach ein Backtriebmittel. Hirschhornsalz wirkt aber, glaube ich, zusätzlich katalysierend der Reaktion des Zuckers, um den zu karamellisieren. Aber ich bin kein Chemiker und ich weiß, dass Leute mich da jetzt korrigieren werden, wenn ich Unsinn sage. Also sage ich es einfach nicht. Ist schon zu spät. Mist. Sicher, dass das alles in die Tasse passt? Das passt alles in die Tasse, das ist ja alles. Aber das schäumt. Ja, ich weiß, ich sehe es. Das passt alles in die Tasse. Nein, es passt nicht in die Tasse, es hat sich die Tasse passend gemacht. Ja, ich meine, ich versau mir gleich eh die Hände, wenn ich das Kneten anfange, also ist es eh scheißegal. So, und dann fehlt noch ein bisschen Zimt. Lenny, ich habe feuchte Hände. Magst du den Zimt mal irgendwie aufmachen? Ich gebe mein Bestes. So, jetzt bräuchten wir irgendwie eine vernünftige Kamera, um diese Sicht hier zu sehen. Aber das geht schon. So, ich kann es kurz beschreiben. Wir haben Dinkelmehl in einer Schüssel und alles, was bis eben reingekippt wurde. Und jetzt knetet der Häckchen ganz freudig drin rum. Ja, ich meine, im Moment ist noch nicht so viel zu kneten, weil jetzt fehlt im Moment noch der Honig. Der Honig dient tatsächlich bei diesem Teig sehr stark, um alles ein bisschen zusammenzukleben.
Das wird auch am Ende tatsächlich kein wirklich homogener Teig, sondern das wird so eine komische, klebrige Masse, in die man dann noch Zitronat-Orangeat einknetet. Normalerweise lässt man das dann über Nacht liegen, damit es ein bisschen besser zum Bearbeiten ist, aber hey, haben wir jetzt die Zeit für nicht und ich wollte das Zeug nicht schon vorbereiten und deshalb machen wir das jetzt halt nicht, sondern dann gibt es jetzt halt mehr Chaos, wo das Zeug dann schön klebt. Freut ihr euch schon auf das Chaos? Ah, der Zimt ist offen. Das ist sehr schön. Magst du mir ungefähr 2 Esslöffel Zimt hier reinkippen? Wir haben sogar einen Esslöffel. Nee, der ist nass. Hilfe. Nee, du kannst den Esslöffel ja trotzdem zum Dosieren benutzen. Wenn du auf den Esslöffel das Zeug drauf tust, dann... Ja, und wenn es vom Esslöffel wieder abgehen würde, ne? So, passt. Danke sehr. So, und dann kneten wir den Zimt jetzt auch noch ein. Wie sieht es denn mit dem Honig aus? Ist der inzwischen in einem Wasserbad gelandet? Ja, der ist im Wasserbad, aber ich weiß nicht, wie flüssig der jetzt schon geworden ist. Ja, dann schau halt doch mal nach. Und geh an dein Handy. Geh an dein Handy, wenn man da anruft. Ich will ja wissen, was du da drüben machst. So, jetzt sehen wir dann gleich wieder Lenny in der Küche auftauchen in einer Minute. Das ist nämlich bei uns hier im Studio sehr schön. Wir haben eine B-Fläche. Diese B-Fläche, dafür muss man aber einmal aus der Tür raus, durch den Innenhof und dann auf der anderen Seite wieder auftauchen. Vielleicht können wir euch das später sogar nochmal zeigen. Und man muss durch den Regen durch. Oh ja, regnet es gerade wieder. Es regnet schon die ganze Zeit. Nee, heute Mittag hat es mal nicht geregnet. Ich weiß nicht, kann sein, dass es wieder regnet. Ah, ich höre einen Lenny. Also diese Küchenkamera, die ist schon genial. So, was man jetzt gerade sieht, ich habe gerade das Hirschhornsalz und die Sparkpulver und Zimt und alles eingeknetet, die ganzen trockenen Zutaten mit ein bisschen Wasser. Wenn man sich jetzt aber den Teig anschaut, auch wenn ich es recht gleichmäßig gemacht habe, der ist unglaublich krümelig und naja, nicht unbedingt benutzbar, um damit Plätzchen zu backen. Deshalb kommt dann jetzt gleich noch der Honig hinzu. Der Honig, der stabilisiert das Ganze. Und dann machen wir was ganz Bescheuertes, dann packen wir noch Zitronat-Orangeat rein und dann wird das Ganze wieder krümelig ohne Ende, weil dann, naja, so große Stückchen drin sind. Und? Ich brauche den Honig flüssig genug, dass man ihn kneten kann. Zeig mal her. Ah, das geht schon. So. Dann brauche ich jetzt gleich deine Hilfe, weil du darfst den Honig gießen, während ich knete. Normalerweise würde ich das Ganze direkt auf der Arbeitsfläche machen, weil in so einer Schale, das ist nervig. Aber alles. Aber unsere Arbeit, einfach reinkippen, komplett. Aber unsere Arbeitsfläche ist ja klein und da kann man dann, genau, und dann knete ich mehr auf dem Boden als auf der Arbeitsfläche. Das ist jetzt ja eh schon ein Problem, dass da so ein bisschen Sauerei ist, aber mei. Danke. Kommt noch was? Ja, ja. Irgendwann wird das schon noch. Ich glaube ja eh nicht, dass uns so viele Leute heute zuschauen. Es gibt ja einen Teleshop, aber es gibt ja dann auch Media CCC. Hallo an alle die Leute, die auf Media CCC oder uns auf YouTube zuschauen. Ihr habt einen großen Fehler gemacht. Ja, ich meine, die haben eh wahrscheinlich alle schon weggedreht. Schon behoben. Ja, ja. Stimmt. Weiß ich nicht. Bist du aus? Ja, du klickst aus. Ja, ich war zumindest nicht auf dem Monitor drauf. Ja, das wunderbar. Ist doch schön. Hä? Habe ich, mache ich. Red ins Mikro. Nein. Ich habe, also, es wurde gerade bemängelt, dass ich, wenn ich die Location verlasse, es ist so, wir haben tatsächlich zwei wirklich physisch getrennte Bühnen. Ja, es fängt bald auch an zu regnen. Auch, dass es jetzt wieder regnet. Ja. Ja, aber das hat nicht geklingelt. Diesmal hat es nicht geklingelt, das letzte Mal hat es geklingelt. Nee, da hatte das, glaube ich, zu wenig Akku, um zu klingeln. Ah. Oder ist es nicht leise. So. Wie schaut denn das hier aus? Es schaut aus wie ein relativ grober und zu trockener Teig. Nein, der passt. Achso. Aber es schaut aus. Aha. Das ist normal. So.
Dieser Teig ist nämlich tatsächlich unglaublich klebrig, unglaublich grob, unglaublich nervig zum Arbeiten mit. Ich mache normalerweise nicht das einfache Rezept, sondern das dreifache Rezept. Da sitzt man dann gerne dran, eine Dreiviertelstunde zum Kneten. Das ist dann auch lustig. Da ist dann der Abend vorbei und dann am nächsten Abend sitzt man eine Stunde bis drei Stunden da, um das Zeug tatsächlich durch den Ofen zu kriegen. Aber ich meine, wir haben uns hier für das einfache Rezept entschieden. Das ist ein bisschen mehr managebar von der Menge her. Das ist, ist deutlich angenehmer. Gibt es das Rezept irgendwo für die Wesen da draußen? Aber alle Wesen, die gut zugeschaut haben, können vielleicht alle Zutaten erraten und die Mengen auch erraten, weil wir haben Standardgrößen von Verpackungen genommen. Oder media.ccc.de. Da muss man halt nochmal nachschauen. Aber ja. ReLife gibt's auch. Hallo Leute, die vom ReLife zuschauen. Ihr habt auch einen Fehler gemacht. Warum hört ihr das hier? Ich habe auch einen Fehler gemacht. Keine Ahnung, warum ich hier sitze. Das ist übrigens Schwebi. Schwebi macht Regie. Ja, ich bereue meine Entscheidung. Schwebi ist die Regie. Ich könnte jetzt zu Hause sitzen oder im Bett und schlafen, aber nein, ich sitze hier. Im Bett und schlafen? Aber dann hättest du den Stellwerkstream doch auch verpasst. Man kann auch beim Schlafen Stream schauen. Glaubst du doch ernsthaft, dass ich gerade den Stellwerkstream gucken kann? Dass das nicht so ganz vor meinem Gesicht so rumpendelt. Jetzt hängt sie genau vor meinem Gesicht. Nein, wir gehen noch höher. Wir gehen höher. Bis zum Anschlag. Hoch hinaus. Du bist zu groß. Ich bin zu groß. Ich kann mich auch kleiner machen. Bräuchte ich einen Stuhl. Das halte ich das nicht durch. So. Fühlt sich nicht so an. Oh. Sieht man das eigentlich, hat irgendwie was von Hinrichtung. Ich finde es nicht gut. Das ist so eine andere Sache, so mit langen Haaren. Ich hätte sie mir wahrscheinlich in den Zopf binden müssen. Die gehen mir jetzt nämlich die ganze Zeit ins Gesicht. Das ist auch schön. Dann hört man wahrscheinlich auch gleich wieder Haare. Nee, halt, das waren ja gar nicht Haare, das warst du. Ich habe aber tatsächlich zu meiner Verteidigung hier, ich habe ausgeschalten und alles, aber ich glaube, dass einfach der Receiver meint, ich bin weg und dann. Ja, kann ja sein. Diese Funkstrecken, die sind nicht dafür bekannt, dass sie die intelligentesten sind. Ja. Außerdem hoffe ich, dass es nicht noch mehr anfängt zu regnen. Sonst brauche ich eine Jacke. Ich muss dich die ganze Zeit rüberschicken. Also du darfst dann ja zum tatsächlichen Backen. Ah, wo wir gerade bei Backen sind, hast du schon eine Ofeneinweisung gekriegt? Nein. So, dann darfst du jetzt eine Ofeneinweisung abholen und den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Ober-Unterhitze bitte. Der Ofen hat einen Play-Button, ich ahne Schlimmes. So, Lukas kennt ihr ja schon. Lukas ist der Mensch hier, der auch die Location mit organisiert hat, wo wir jetzt hier unser Studio haben. Lukas kennt sich mit dem Ofen aus. Aber da Lukas heute nicht Herald ist, sondern Lenny, darf Lukas natürlich beim Backen selbst nicht helfen, sondern darf Lenny stattdessen jetzt eine Einführung geben, wie man den Ofen verwenden kann. Hat Lukas mich gemutet? Das weiß ich nicht. Hört man mich noch? Also sind noch nicht angekommen, sind noch nicht im Stream, das siehst du ja selber. Ich meine, hört man mich noch? Ja, man sehr hört gut. Dich auch, man hört dich auch, wenn die anderen drauf sind. Ah, da ging die Tür auf. Dann werden wir sie ja gleich sehen. So, jetzt ist die Frage, ob die Regie auf das Konferenzmikro einschaltet. Ja, nee, die hören uns ja auch. Du warst auch schon, glaube ich, so im Stream. Ich war schon drauf. Ja, wunderbar. So. Gut, dann müssen wir uns vorstellen. Es gibt einen Play-Button. Es gibt hier einen Play- und Stop-Button, genau. So, erstmal, hier sind zwei Regler. Alles normal, für Modus ja, und für Ja, aber erstmal. Warum ist eine Donaudampfschirmgesellschaft? Genau, wir müssen jetzt gucken, was ist. Ist der Ofen Gesellschaftseigentum? Immer. Warte mal. Ofen, ja, ganz wichtig. Boah, diese ganzen Symbole. Ich wünschte, ihr würdet das sehen, aber es sind hier haufenweise Symbole drauf, die kein Mensch versteht. Soll ich die Kamera besuchen oder nicht? Nein. Gut. Nein. So, wir müssen erstmal 180 Grad, sollen wir? 180 Grad, ja, aber ich weiß nicht, okay. Was für 180 Grad. Umlauf Grad, okay, oder ich wollte dir eine Einführung geben. Hier hast du das Referat für den Modus, hier hast du für die Temperatur. So, ja. Den Modus stellst du ein. Wir machen jetzt erstmal hier, meines Wissens nach, Vorheizen. 180 Grad, genau, ja, natürlich. 180 Grad. Ist nicht 150. Ja, natürlich. Ja. Deswegen stelle ich ja auf 180 und dann muss man lange auf den Play-Button halten und dann geht er an. Schau mal, ich habe genau 180 Grad eingestellt. Wenn ich jetzt die Temperatur verstelle, sie würde auch angefangen. Oh, Wahnsinn. Ich habe es einfach getroffen. Hochmodern. Später müssen wir dann auch wechseln. Die Bleche sind drüben, ja. Die Bleche sind schon drüben, ja, genau. So. Die Winkelkapseln passen auf den Ofen. Habe ich zu viel versprochen? Es ist echt lächerlich, wie dieser Ofen funktioniert. Verstehst du den Ofen jetzt?
Ich würde es mir zutrauen, ja. Okay, gut, dann haben wir ja alles geschafft. Das Geheimnis ist der Playbutton. Das Geheimnis ist der Playbutton. Wunderbar. Passt der Teig nämlich jetzt ziemlich genau von der Konsistenz her, dass er nicht zu stark auf dem Tisch festkleben sollte. Ich sage, er sollte nicht zu stark auf dem Tisch festkleben. Wer will mit mir wetten, dass er jetzt gleich richtig am Tisch festklebt? Aha, ihr seid wieder da. Ist der Ofen vorgeheizt? Jetzt. Ah, jetzt bin ich ja wieder da. Ja, der Ofen ist vorgeheizt auf 180 Grad. Sehr schön. Mit so drei Squiggly Lines. Drei Squiggly Lines? Ja. Was heißen denn die drei Squiggly Lines? Angeblich vorheizen, und ich würde es bevorzugen, wenn du den Tisch nicht umwirfst. Tja, das ist ungünstig, weil das passiert vielleicht noch. Habt ihr die Arbeitsfläche eigentlich sauber gemacht, bevor ihr mit dem Tisch? Das ist eigentlich ich will es nicht wissen, Es könnten Crepe-Reste da drin landen, eventuell. Aber gesagt, das wurde ja alles erhitzt wissen. Und es ist alles, also zumindest vorher, die Crepe waren vegan und damit ja auch kein Ei, keine Milch, was über Kurzzeit schlecht wird. Also. Hatten wir nicht noch ein bisschen Wasser. Mehl mehr? Ja, ich glaube, in der Küche ist drüben noch eins, oder? Ja, das ist gut, das brauche ich nämlich dann gleich für die Arbeitsfläche. Hilfe! Die Winkelkatze wird... Ist scheißegal, weil das hauptsächlich zum Dings der Arbeitsfläche genutzt wird. So, ich nehme jetzt noch das letzte Dinkelmehl hier raus auf. Ich schmeiß die Arbeitsfläche echt noch rum, oder? Ja, deswegen halte ich sie ja fest. Ja, sorry, dieser Teig, der ist beschissen zum Arbeiten mit und ich ruiniere mir ja immer die Handgelenke. Aber der ist halt... Es lohnt sich? Es lohnt sich und es sind halt 2 Kilo Teig. Man kann das einfache Rezept kriegt man in einer Stunde gut fertig, dass die ersten im Ofen landen können. Mhm. Wenn man so lebensmüde ist wie ich und das dreifache oder sechsfache Rezept macht, dann sitzt man gerne eine Stunde dran und knetet. Also man merkt schon, dieser Teig hier, der weigert sich so ein bisschen zu einem Teig zu werden. Ja, es sieht aus wie ein gefaltetes Tuch ein wenig. Ein gefaltetes Tuch? Haben wir eigentlich Fragen aus dem Stream? Also bis jetzt sehe ich noch keine Fragen. Faszinierend, ja. Ich denke, was sagt man immer? Keine Fragen sind gute Fragen. Glaube ich, vielleicht. Ich weiß es nicht. Keine Frage ist eine schlechte Frage, Lenny. Ach so. Alle Fragen sind gute Fragen. Ah, so rum. Okay, ja, verdammt. Er hat sich ein bisschen vertan. Ja. Passiert. So. Aber das klingt gut. Mit einer Stunde Zeit, glaube ich, kommen wir besser hin als... gestern mit den Crepe, der Teig war doch ein wenig zu viel. Ich denke, dass wir das Crepe, dass wir das Backen heute nicht abbrechen müssen, im Gegensatz zum Waffelbacken gestern. 2D-Bandwaffeln. Bandbreitwaffeln. Breitband. Breitband. Breitbandwaffeln, ja. Breitbandwaffeln oder 2D-Waffeln als Crepe. In Deutschland gibt es Breitbandwaffeln? Waffeln ja, Internet nein. Aus der B-Fläche, der Ofen hat zweimal gepiept. Der Ofen hat zweimal gepiept. Heißt das, dass er vorgeheizt ist? Ich wollte gerade sagen, als jetzt Angeleiteter für den Ofen würde ich sagen, der Ofen ist fertig vorgeheizt. Ist der Teig? Nein, das ist nicht der Teig. Der Teig, der braucht noch ein bisschen, aber du drehst die Bühne. Nicht die Bühne, die ist... So, was ich jetzt mache, ist, dass das ich... Das funktioniert auch nicht. ...etwas... Einrichtung nicht kaputt machen, das wäre echt hilfreich. Ich nehme etwas Weizenmehl, packe das hier in die Schale, damit der Teig nicht allzu sehr dran festklebt. So, und lege den Teig jetzt da rein. Und dann gehe ich jetzt mit dir rüber in die B-Fläche. Du hast einen Schlüssel, oder? Ja. Gut, weil ich habe keine Hände frei, um mir selber einen Schlüssel zu nehmen, weil meine Hände sind schön verklebt. Wie das halt so typisch ist. Du darfst dann auch den Teig weiterhin bearbeiten. Ich mache mir nicht die Hände schmutzig. Kannst du kurz stumm schalten? Danke. Gehst du vor, zuerst die Tür öffnen oder soll ich den Teig... Ach, der bleibt da. Was machen wir dann drüben? Ah, okay, gut. Dann bis drüben. Und so begaben sich die beiden auf die lange, lange Reise in die B-Fläche. Und jetzt muss ich diesen Quatsch hier irgendwie überbrücken. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich hoffe, dass sie gleich auf der anderen Seite ankommen. In Winkelkatzenland 2.0. Die Winkelkatzen sind mir bereits auch dort eingefallen. Also man hört euch übrigens alle, wenn ihr jetzt so neben mich reinquatscht. Ich hätte dann schon umgeschaltet, wenn sie angekommen wären. Ich meine, viel sieht man da ja jetzt nicht, außer ein paar Winkelkatzen. Ach ja, Winkelkatzen. So viele Winkelkatzen. Ah ja, da ist die Tür aufgegangen. Willkommen auf der B-Fläche. Hallo Internet.
Ja, so. Zurück. Das ist die Klasse, die man machen darf. Gerade schon gezeigt, dass die Hände sind. Was hier ist die Ofen? Das ist die Kühlkamera. Nee, da haben wir noch eine. Ah, da ist die Ofenkamera. Hallo, ja. Ofenkamera. Dedizierte Ofenkamera und dedizierte Kamera. Kamera. Ofenkamera und Kamera. Beide dediziert. Ich setze mich auf die Heizung und warte das mal. Ist die Heizung schön warm oder so? Oh ja. Der Ofen zeigt eine 5. 5 Minuten oder nein. Heißt das, dass er seit 5 Minuten läuft? Das werden Sekunden sein. Das ist seit 5 Sekunden läuft. Ah nein, er läuft seit 6 Minuten. Das kommt hin, ja. 6 Minuten? Das hat er aber so recht schnell vorgeheizt. Das macht mich so ein bisschen skeptisch, ob der jetzt wirklich vernünftig vorgeheizt ist. Weil so normalerweise braucht so ein Ofen ein bisschen länger als 5 Minuten, um auf 180 Grad zu kommen. Aber der ist klein. Ja, doch. Das schauen wir jetzt gleich mal. Das müssen wir jetzt gleich nachprüfen. Aber erstmal wollte ich mir jetzt, wie gesagt, die Hände wieder fertig schwimmen. Weil, der Teig, der klebt ein bisschen, habt ihr ja gerade gesehen. Und wir sind noch nicht mal hundertprozentig fertig, weil es fehlen noch Zitronat und Orange. Das liegt drüben. Ich weiß, dass es drüben liegt. Der Teig liegt ja auch noch drüben. Stimmt. So, und einmal wieder. Was möchtest du jetzt im Ofen begutachten? Ah, Hilfe, es kommt warm. Da lag noch was drin. Der hat noch nicht ganz 180 Grad. Dann lassen wir ihn weiterlaufen. Es ist auch so ein Thermometer hier. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass der doch nicht fertig ist. Oder das Thermometer, nein, das kam dazu, als du aufgemacht hast. Das heißt, der Ofen denkt, er ist fertig. Wir können auch wärmer machen. Nee, wir lassen das jetzt so und lassen ihn noch ein bisschen heizen, weil wir brauchen ihn noch ein bisschen. Hallo. Ah ja, stimmt. Hallo Internet. So, gehen wir wieder rüber. Ach, nee, ist warm. Na, Pech. Draußen ist kalt. Hast du Pech gehabt. Aha. Wir gehen dann ja gleich wieder rein. Wir müssen nur kurz draußen einmal rumgehen. Zurück in die A-Fläche. So, wir sind wieder da. Ich schätze, wir sehen uns auch gleich. Ja. Wunderbar. Also, hallo Internet, wir sind wieder da. Sind wir zu spät? Nein. So, wir nehmen jetzt diesen Teig hier. Ja. Und packen jetzt das Zitronat und Orangeat rein. Soll ich den öffnen? Ja, mach mir bitte ein Zitronat auf, weil die müssen wir nacheinander reintun, weil das wird so schon ein riesen Stress, die reinzukriegen. Weißt du, was in Zitronat drin ist? Ich verstehe das immer nicht. Steht auf der Dingseite. Da sind aber was Zitronenfruchtschalen, Glukose-Fructose-Sirup, Zuckerspeise, Salz und Zitronensäure drin. Also feste Schalen mit Zucker. Anscheinend. Ah ja. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Ich weiß bloß, dass es hier gut reinpasst. Aber jetzt können wir schon sagen, dass der Stream Inhalt hat und auch lehrreich ist. Was? Ja, nee. Wir wissen jetzt, was Orangeat und Zitronat sind. Ich habe die Zutatenliste vorgelesen. Ja, genau. Ich habe vorhin auch erzählt, was Nixers ist. Das ist nicht lehrreich. Ah, da war ich nicht dabei. Ja, da warst du wahrscheinlich in... Da muss ich leider den Talk nachher noch im Real Life oder auf media.ccc.de anschauen. Das ist ja schlimmer als der Teleshop. Wir machen die ganze Zeit Werbung für uns selbst. Hallo Teleshop. Um uns zu zitieren, unsere Streams sind besser. Ja, und werden von Winkelkatzen moderiert. Was sagen eigentlich die Winkelkatzen so zu diesem Stream? Sie winken nicht. Ja, finden wir wahrscheinlich nicht so... Die hat gleich wieder aufgehört. Ja, die hängt nicht gerade. Die muss... Hilfe. Hängen unsere Winkelkatzen schief? Nein, die Winkelkatzen hängen teilweise nicht. Also, und die hängen, hängen schief. Geht es jetzt besser? Platz an Winkelkatzen. Ich meine, wir haben auch hier unterm Tisch Winkelkatzen angebracht. Ah, die winkt. Wunderbar. Wieso will die Winkelkatze nicht winken? Die kann entweder ihren Arm oben oder unten haben. Das ist auch sehr faszinierend. Ja, kopfüber funktioniert leider gar nicht. Da haben wir schon langjährige Erfahrungen gesammelt. Langjährig? Ja, gestern. Ja, ich meine, gestern ist ja fast schon letztes Jahr. Stimmt, ja. Wie viel ist heute? Tag 2? Der 28. 28. Ich, ja. Kommt hin. Wie gefällt euch eigentlich die Welt so? Also, die ist zwar nicht mit nix gemacht, weil... Ein Mehl ist umgefallen und eine Winkelkatze kam geflogen. Aber jetzt kann sie nicht mehr... Warte mal. Da ist eh kein Akku drin, die ist kopfüber gehangen. Haben wir... Nein. Die bleibt jetzt bitte oben, ohne mich zu erschlagen. Diese...
Häxchen, Achtung. Halt mal kurz. Nein. Okay, halt nicht, Packmehl auf die Arbeitsfläche. Ja. Danke. So, das erste Zitronat ist reingeknetet, jetzt kneten wir das Orangeat, das erste rein. Ich stelle das mal lieber nicht hier hoch, sonst haben wir gleich noch Mehl im Teppich. Wo ist ein Teppich? Ah, da ist der ganze Raum ist mit Teppich ausgelegt. Nee, die Bühne nicht. Ist die ja. Die Bühne ist Teil vom Raum, ja. Diese Winkelkatze. Das Trussing auch. Das ist auch nicht mit Teppich ausgelegt. Warum habt ihr da keinen Teppich draufgelegt? Das wäre voll cool gewesen. Wir hatten keinen. Ganz einfach. Wer da draußen Teppich übrig hat, kommt vorbei. Wir brauchen noch Teppich auf den Truss. Dann können die Winkelkatzen weich da oben stehen. Die Regie sagt nein. Ich sag doch. Oh. Die Regie ist entsetzt. Die Regie ist am Ende. Die Regie macht gleich das Mikro aus. Magst du das ins Mikro sagen? Du musst das Mikro aber vorher ausmachen, bevor du es durchsagst, damit es auch so richtig den richtigen Effekt hat. Wieso winkt die Winkelkatze nicht? Muss sie so hängen? Aber die hängt halt nicht gerade genug. Ja, ja, die muss in jede Richtung gerade hängen. Also nicht nur vorne, hinten, sondern auch links, rechts. Ja, vor allem links, rechts, aber auch vorne, hinten. Ich glaube, die hat so eine gesprungene Pfote. Nein, das kann auch sein, dass es da dran ist. Ja, es sind ja gestern ein paar Winkelkatzen leider schon zu Schaden gekommen. Was habt ihr gemacht? Habt ihr auf die mit dem Hammer gehauen? No Winkelkatzen were hurt in this production. Sie haben alle Verträge unterschrieben. Doch. Nein, das gehört so. Die Winkelkatze ist auch in Ordnung. Alle Winkelkatzen sind schön. Awap? Sie winkt. Nee, Akab. All cats are beautiful. Nee, du hast doch Winkelkatzen gesagt. Das wäre Awap. All Winkelkatzen are beautiful. Magst du Lukas mal sein Handy wiedergeben, bevor das im Honig landet? Das ist eh schon voller Mehl und Zimt. Wir können das eigentlich auch einbacken. ja. Ich glaube nicht, dass wir das Lithium haben wollen. Sagt denn der Ofen, heizt der immer noch vor? Ich glaube, das Thermometer ist weg. Schau mal rüber und halt deine Hand. Kein Kommentar, ich glaube, ich gehe mal zum Ofen. Schau mal rüber. Und danach kümmere ich mich um die Winkelkatzen. Okay, wir haben eine Winkelkatze verloren. Ja, So? Ja, hallo. So, da bin ich wieder. Und der Ofen. Oh, ich höre Lenny. Was heißt das jetzt? Freue ich dich, aber. Ich weiß nicht. Ja. Dann gehe ich mal wieder zurück. So. 14 Minuten. Lenny kommt wieder, das ist doch schön. Wo ist denn das Mehl hin? Wir stellen fest, der Teig ist eine Flüssigkeit. Zumindest fließt er gerade aus meiner Hand raus. Oh, die Winkelkatze ist nicht am Boden. Nein, die hängt noch ein bisschen drüber. Ja, ja, eine ist abgestürzt, genau. Deswegen ist auch die andere Winkelkatze runtergekommen. Das ist jetzt wie aus, was war der Film Mission Impossible, oder? Keine Ahnung. Wo die sich so ins Casino abgeseilt haben. Das macht jetzt die Winkelkatze hier auch, wenn wir jetzt die auch noch Action sich, einladen. Die seilt sich in den Blumentopf ab. Hat aber nicht ganz getroffen. Ja. Winkelkatzen. Winkelkatzen winken. Ja. Und sie sind Katzen. Sollen wir es nochmal versuchen? Dann brauche ich aber Tape. Die Katze nochmal aufzuhängen. Ja. Also aufhängen, ganz wichtig, nicht. Warte. Halt! Du hättest aber sagen können. Was passiert hier? Ja, aber ich kann doch nicht die Winkelkatze nochmal abstürzen lassen.
Also eigentlich wollte ich in Ruhe Lebkuchen backen und über nichts reden. Und das ist schon wieder so ein Slapstick-Ding wie gestern. Merkst du was, ne? Ja, Backstreams ohne tatsächlichen Content werden zu Slapstick. Ja, du könntest mehr über nichts reden. Ich könnte mehr über nichts reden. Ja, ich rede doch die ganze Zeit über nichts. Immer wenn ich nicht da bin. Wir haben tatsächlich jetzt auch bei uns, bei den Hackers Against Climate Change, NixOS auf unseren Servern eingesetzt und seit kurzer Zeit auch auf unserem Streaming-Encoder. Das Gerät, worüber ihr gerade den Stream schaut, das läuft auf NixOS, was den schönen Nebeneffekt hat, dass da niemand rumfuschen kann an der Config, sondern dass jederzeit ganz klar definiert ist, was für Programme installiert sind, wo die liegen, was die für Konfigurationen haben. Was sehr angenehm ist tatsächlich, nachdem nicht immer alle bei jedem Stream dabei sein können und wir trotzdem einen... Winkt die Katze? Nein, die winkt nicht. Schade. Und wir trotzdem einen vernünftigen... Die Batterie ist raus. Naja, der Akku. Das winkt auch nicht mehr. So, und wir trotzdem einen vernünftigen Startpunkt haben und wir trotzdem jederzeit wissen, was genau jetzt mit unseren Systemen los ist. Das ist bei dem Streaming-Encoder ist das noch so mittelmäßig wichtig. Klar, weil, also es ist natürlich toll, wenn jeder weiß, was da jetzt genau an Software drauf läuft und das auch ändern kann. Trotzdem dann jeder noch weiß, was läuft. Aber andererseits ist das halt ein Streaming-Encoder. Oh, Blauhai-Lieferung. Pack ihn nicht da drauf, pack ihn. Heik? Da ist Mehl. Der Arme. Ah. Hört man mich auf der Bühne auch? Ja. Ich möchte das im Chat weitergeben. You can always fix it with more duct tape. Wurde das schon bemerkt? Leider kein plakatives silbernes Duct tape, aber oder auch kein Duct tape, aber trotzdem. Okay, ja, das weiß ich doch, nicht, ob das auch legitim da, ist. Klebt doch da oben einen Streifen hin, dann und kann sie nämlich gar nicht einen mehr Vorschlag abstürzen. Bekommen. Es könnte heißen, are cookies all baked? Not yet. We're working on that. Wie komme ich jetzt an die Traverse hoch? Wie kommst du an die Traverse hoch? Häng dich hin. Mehr NixOS-Werbung als im NixOS Network Talk gerade. Also wir machen alles richtig. Mehr NixOS-Werbung? Sowas geht? Das ist faszinierend. Mehr Tape, mehr gut. So. Also, nachdem es Nachrichten im Chat gibt, scheint es Leute zu geben, die sich diesen Unsinn hier sogar anschauen und den über den Teleshop... Ja, offensichtlich mindestens vier Leute. Mindestens vier Leute. Ja. Das ist mehr als erwartet. Großes Lob an die vier Leute, dass sie es trotz unseres Mülls hier aushalten. Wie viele von den Leuten kenne ich, ist die Frage. Willst du das wissen? Das interessiert mich jetzt, wie viele Leute diesen Stream einfach so gefunden haben und wie viele Leute den schauen, weil sie mich kennen. Ja, ich meine, der ist ja auch nicht unbedingt so offensichtlich. Ja, genau. Chat, hallo, ihr könnt auf hackint.hackint.net org oder in den Kanal rc3-about-future. Oder einfach bei der Livestreaming-Seite von RC3 runterscrollen und dann steht da Chat und dann auf den Link klicken. Hackint hat auch einen Webchat. Also offensichtlich sind es mindestens zwei Personen, at least two. Und es wird aus irgendwelchen Gründen unsere geballte fachliche Kompetenz in Frage gestellt. Ich weiß auch nicht, was da ist, aber... Was? Wieso sind eigentlich Nix-Spiele heute erlaubt? Nix-Wortspiele, sorry. Nix-Wortspiele sind immer erlaubt. Nix-Wortspiele sind toll, also... Okay, ihr habt also nichts dagegen, oder? Da habe ich nichts dagegen, nein. Der Honig ist ausgelaufen. Ja, der war eh schon leer. Dann wäre er nicht ausgelaufen, ja. Regie, können wir einen Müll haben? Eine Tüte, einen Eimer, eine Schüssel, einen dergleichen? Oh, die Tüte kommt. Ja, das reicht. Es ist eine Tüte, die sich wunderbar als Müll eignet. Ja, noch eine Frage aus dem Chat. Wer isst denn das Ganze dann überhaupt? Ich nehme den Rest auch mit heim und esse den morgen noch während den anderen Streams. Während des Waffelstreams werden dann Lebkuchen gegessen. Kriegen wir nix? Was? Nee, ihr kriegt nix. Wieso helfe ich dann? Ihr kriegt nix. Okay. Was bekomme ich? Eine Klammer. Das passt aber nicht in den Müll. Das ist nein, ja nein, nein, aber das ist offen. Dann kann ich es mit der Klammer von Zauberberg, die jetzt gleich kommt, kann ich es verschließen. Zutapen. Ja, dann brauche ich keine Klammer. Ha. Genau. Ist es nochmal, also wenn sich's bewegt und nicht bewegen soll? Duct Tape. Wenn es sich nicht bewegt und sich bewegen soll, WD-40. Ja, und wenn WD-40 nicht hilft, dann kommt der Schweißbrenner. Dann bewegt sich auch nichts, weil was flüssig ist, kann nicht fest sein.
Nein, wir fangen jetzt keinen Aggregatzustand. Warum kommt das Debatten an? Also, es gibt so komische Sachen. Es gibt es da nicht einen Trippelpunkt, wo Sachen sowohl flüssig als auch fest, als auch gasförmig sind? Ja, aber das ist sicherer. Sicherer? Ich bekomme böse Blicke. Ich hoffe nicht von den ZuschauerInnen an den Endgeräten. Sonst mache ich einen schlechten Job hier. Genau, wir sind pro Future. Wir machen deswegen habe ich auch den Müll getrennt. Das hier ist jetzt nur Kunststoff und Verpackungen. Und das da ist nur Glas. Ja, und Honig, aber den kann man auswaschen. Oder essen. Wir haben gerade die Nachfrage bekommen, liefern wir auch Lebkuchen? Kommt drauf an, wie weit. Also vor unserer Tür ja, weiter als das müsst ihr euch mit der Regie absprechen. Regie ist okay, wo wir sind, oder ist Location geheim? Location ist geheim. Wir werden geköpft, also nein. Alles klar, die Location ist geheim, aber wir liefern an diese Location. Ja, also falls wenn jemand schon draußen rausfindet, wo wir sind, dann gibt's Lebkuchen. Wenn ihr mich kennt und in München seid, dann könnt ihr mir eine Nachricht auf so Zeugen schicken und ich sage euch, wo wir sind. Ansonsten Pech gehabt. Zu dem Punkt, vielleicht das nächste Mal, wenn ein Congress in Persona stattfindet, gibt es dann lokale Services. Wir könnten uns mit der Post zusammentun. Ja, dann stellen wir uns einfach auf eine Bühne und machen dort Waffeln. Dann müssen wir halt vorher mit C3 Gelb das absprechen, dass die uns nicht köpfen. Ja. Hallo C3 Gelb, ich weiß, dass wir das hier alles falsch machen. Es gab auch... Genau. Wir verkaufen nichts, wir vertreiben nichts, wir essen nichts. Nee, wir essen nicht nichts. Aber wenn das wäre was. Ein Nix-branded Essen. Wenn ich jetzt gleich Lambdas ausschneide aus diesem Teig und das dann in so sechseckigen Lambda-Schneeflocke mache, dann essen wir eigentlich nichts, oder? Chat is not amused. Chat mag meine Witze nicht. Das ist toll. Ich mag meine Witze nämlich doch. Nee, aktuell gibt es keine Beschwerden zu deinen Witzen aus dem Chat. Es gibt nur die Frage, so, ob wir auch nach Osnabrück liefern. Ich glaube, die haben wir schon beantwortet. Das ist leider schon beantwortet, nein. Ja, es sei denn, es gibt hier im Umkreis von 200 Metern Osnabrück. Wird schwierig. Hm? Nochmal. Was? Ach, wohin? Sorry? Was war das Letzte, was du gesagt hast? Ja, es tut uns wirklich leid, aber leider ist es zu weit. Ja. Also, ich meine, ich mag Züge und so, aber ich war noch nie in Osnabrück und ich will da auch nicht hin im Moment. Berlin wäre vielleicht noch machbar gewesen. Und ein Viewer weniger. Kann ich bitte Mail endlich haben? Ach so, ich sollte, ja. Deshalb habe ich dir das in die Hand gedrückt. Ja, aber du hast nichts gesagt. Du hast nichts gesagt. Nein, ich habe doch was gesagt. Sicher, echt? Ja. Bekommt der Heiden was? Der Heide darf was abhaben, der ist ja hier vor Ort. Stimmt. Der ist zwar nicht vor der Tür, fertig, aber. Und es hat noch keiner was gegessen, aber es gibt schon die Frage nach dem Rezept, beziehungsweise die Frage, wie lange geknetet werden muss. Geknetet werden muss, dass Zitronat Orangeat halbwegs gleichmäßig verteilt ist, da sind wir langsam dran. Aber man kann den Teig im Prinzip so lange kneten, wie man will. Das ist sehr schwer, den tatsächlich zu überkneten. Das Einzige, wo man aufschauen muss, ist, dass man nicht zu viel Mehl reinknetet, weil dann wird er brüchig und dann, naja, Wasser willst du nicht wirklich reinpacken, weil dann löst er sich auf. Und Honig haben wir keinen mehr. Also hoffe ich, dass ich den jetzt nicht mit zu viel Mehl vollknete. Ja, genau. Als Service-Nachricht auch aus dem Chat. Wenn ihr nix Plätzchen macht, dann gibt es nicht das Problem, wenn man zu viel isst, weil man isst ja nix. Genau. Das klingt sinnvoll. Das klingt, als hätten wir echt erfahrene nix. Wir haben doch hier so einen Drucker, oder? Will wer aus der Regie vielleicht das Nix-Logo in geeigneter Größe auf Papier ausdrucken und ausschneiden? Also inklusive so die Mitte ausschneiden. Weihnachtsbasteln oder Jahresendbasteln. Ja, nee, dass ich was hab, was ich nachverfolgen kann zum Ausschneiden, weil ich krieg das Nix-Logo, glaube ich, aus dem Kopf nicht komplett hin. Haben wir keine Sticker? Wir haben Sticker, aber die haben keine Löcher. Ja, wir haben keine 3D-Sticker zum Ausstechen. Das ist ein Manko, ja. Wo wir gerade bei Ausstechen sind, magst du mal rüber in die Küche gehen und dort ein Nudelholz suchen? Ja, wird spannend. Angeblich gibt es ein Nudelholz. Immer Nudelhölzer mit Ausstechen zu tun haben. Zum vorher plattrollen. Unten, es gibt nämlich zu viele Küchen. Ist auch ein Nudelholz oder ist das drüben? Geh rüber. Ich geh rüber. Unten haben wir keine Kamera. Und so machte sich Lenny auf den weiten, weiten Weg in die Küche. B-Fläche. Diese B-Fläche, das ist auch sagenumwoben. Da müssen wir irgendwann mal, vielleicht vor Ende des Streams schaffen wir das nochmal, dass wir da mal sogar eine Kamera mit rübernehmen, dass ihr den Weg sehen könnt.
Regie, das kriegt ihr hin. So, und wieder einmal ein Hallo aus der B-Stage. Der Ofen läuft noch, brennt noch nicht, wunderbar. Top-Utensil. So. Ich weiß nicht, welche Kamera geschalten ist, aber wir haben ein Nudelholz. Ja, das war's auch, glaube ich. Oder brauchen wir schon ein Messer? Ne, ich hole dann nochmal. Hört mich atmen. Das ist korrekt. Musst du leise atmen oder was sagen? Hört das auch? Ja, okay, ich kann auch reden, aber worüber soll ich denn reden? Über nichts reden? Ja, über nichts reden, das ist auch irgendwie immer so schwer. Ist egal, ich brauche die Form, brauch's zum Ausschneiden einmal. Aber druck's gerne auch 20 Mal auf einer A4-Seite und mach's also, nicht zu groß. Also so wie ich das von hier sehe, wird das gerade ein sehr, sehr großer Lebkuchen. Ein sehr großer Lebkuchen. Den nehme ich. Ja, geeignete Größe so ist Lebkuchengröße. So ein groß Viertel ist von einem DIN A4-Blatt. Viertel ist vielleicht sogar noch zu viel. So. Nur zu deiner Info, Lukas wollte gerade ein gesamtes DIN A4-Blatt mit einem Logo ausdrucken. Das ist auch schön. Ja, wir können auch große Lebkuchen machen. Mein IRC-Client beschwert sich gerade schon. Ich glaube, wir lassen den Teig jetzt mal kurz ruhen und machen eine kurze Sendepause, während ich mir meine Hände wasche, meinen Laptop korrekt rekonfiguriere und darauf warte, dass der Teig ruht. Bis gleich. Teig ruhen ist sehr anspruchsvoll. Gute Pause und bis gleich. Wir entschuldigen uns kurz, weil wir eine geplante Pause haben. Ah, okay, jetzt hört man mich erst. Ja, wir haben eine geplante Pause und es geht in wenigen Minuten, Sekunden weiter. Ich auch erst hier an. Und es ist ein Stück weit weg, glaube ich. Ich habe mein Mikro ein bisschen umgebaut, aber es heißt aus der Regie auch, dass es passt. Interessant. Ich bin nämlich jetzt auf dem Monitor wieder leiser. The things that happen. Ich kann auch hinter den... meine Mission war eigentlich, jetzt hier zu stehen. Das Logo ist fertig ausgedruckt, wird jetzt aktuell gebastelt. Kann ich das basteln? Ja! Ich brauche nur das Logo und ein Bastelwerkzeug. Oder ich gehe rüber zum Ofen, dann kann ich das so größer basteln. Nein? Gut, wir basteln hier. Remote auf Abstand. Ich brauche nur Bastelwerkzeug. Sechs kleine Nix-Logochens werden jetzt hier ausgebastelt. Es gibt Suchgeräusche. Es werden offenbar Scheren gesucht.
Und unter Gutachtung von dem Hai hier werde ich jetzt das ausschneiden. Ja, ist meistens eine gute Antwort. Ich brauche auch wieder Ton. So, soll ich dir wirklich jedes Lambda ausschneiden oder reicht es, wenn ich dir das so... Ich hätte gerne das so, dass ich das benutzen kann. Oder soll ich jedes Lambda... Wir können ja so teils machen. Das ist fast sogar noch ein bisschen klein. Lukas! Kannst du es nochmal größer machen? Ja. Danke! Soll ich die jetzt so weit ausschneiden oder? Nö, das macht Lukas jetzt nochmal größer. Bin auf Pause gesetzt. Weil das Problem ist, da ist ja Backtriebmittel drin. Die quellen ja auf, wenn sie im Ofen sind. Und wenn wir jetzt so ein Lambda ausschneiden. Halt, stopp, wir hängen jetzt das Nix-Logo auf. Nein, also ich hätte gerne. Kann ich mal kurz Regie? Es wird nicht viel größer werden. Größer? Ich kann auch hin. Dann geh ich hin. Oder du gehst hin, ja, so. So, hallo. So, Regie. Licht? So. Du musst in die Mitte vor die... Ja? In die Mitte. So. Ja? Jetzt muss die Kamera hinterher? So. Jawohl. Häkchen erklärt Dinge. Wenn man das jetzt so in dieser Größe hier macht, dann hat man hier diese ganz kleinen Zwischenräume zwischen den beiden Füßchen des Lambdas. Und wenn man das jetzt ausschneidet, dann ergibt sich dabei blöderweise das Problem, dass es quillt ja alles auf. Und wenn es aufquillt, dann verbinden sich diese Füßchen und dann hat man am Ende bloß ein Lambda ohne wirklich Füßchen, sondern mit einem dreieckigen Blob an einem Ende und ein bisschen größeren, nicht dreieckigen Blob am anderen Ende. Funktioniert also nicht ganz so gut. Aber wenn wir das Ganze jetzt größer machen, dann wird das zwar immer noch ein unförmiger Blob, aber dann wird der Blob wahrscheinlich wenigstens ein bisschen Lambda-förmig. Frisch aus der Druckerei kommen die neuen Logos an. Sie werden kritisch begutachtet und es sieht nicht so positiv aus. Bisschen größer. Aber die müssen wir jetzt alle aufhängen, weil... Ja, ich bin schon dabei. Ich habe Nix-Logos, es wird dekoriert. Wenn wir die jetzt nicht aufhängen, dann wäre das ja Verschwendung. Ja, deswegen bin ich schon fleißig das hier am Verschwendung schneiden. Können wir hier bei unserem Kanal nicht haben. Ja, vor allem, wir können Nix-Logos haben. Genau, wir machen ja auch... Auch unabhängig von Nix ist Lambda toll. Genau, man kann mit Lambda Calculus sehr schöne Sachen machen. Ich habe heute sogar tatsächlich gelernt, was Lambda Calculus tatsächlich ist. Und Kalkül? Ach, bitte. Matthias, heißt es Kalkül oder Calculus? Matthias hört mich nicht. Das ist eine sinnvolle Größe. Große Nix-Logos kommen frisch. So, diese Nix-Logos sind etwas größer und wenn man es hier sehen kann, ist dann der Zwischenraum auch tatsächlich groß genug, dass die Logos nicht komplett zusammenwachsen. Es hätte auch wer einfach kurz in Inkscape oder so die Lambdas auseinanderziehen können. Ah, nee. So hast du ein bisschen mehr Arbeit zum Ausschneiden, ist auch sinnvoll. So, während der Teig ruht, schneiden wir jetzt beide Nix-Logos aus. Ja. Eine Warnung aus dem Chat. Der Hai fällt fast vom Tisch. Nein, der Hai liegt stabil. Der liegt stabil, ja. Hat ein bisschen Mehl abgekriegt, leider. Und der Chat sagt, es heißt Kalkül. Es heißt Kalkül. Danke, Chat. Wer hat denn das gesagt? Lea 2 sagt das. Ah, hallo Lea. Gucken also tatsächlich Menschen zu, die ich kenne. Und es gucken uns tatsächlich gerade Menschen zu, wie wir Papier ausschneiden. Ja, während wir... In einem Lebkuchen-Bug-Stream. Was siehst du? Content. Ja. Wir könnten auch als Kinderkanal anfangen. Kinderkanal mit nix. Ich glaube, dass Kinder tendenziell nicht wissen, was so... Was nix ist. Was nix ist. Ich oder glaub, man was kann gut über nix reden. Ja, kann man, aber... Oder über nix gut reden. Wir schaffen es vor allem aus dem ja. ja, das ist unsere Aufgabe. Meine. Naja, wo wir jetzt aber nochmal... Also kommen wir nochmal zurück zu diesem ganzen NixOS-Ding hier. Vor kurzem, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her. Lange. Nee, nicht das. Haben sich die Maintainer von NixOS überlegt, wir führen jetzt so ein neues Ding ein, und zwar heißt das NixFlakes. Weil die Idee von NixOS ist, man kann jede Anwendung dann auch wieder reproduzierbar bauen. Das heißt, wenn man die gleichen Inputs, die gleichen
Abhängigkeiten quasi hat zu einer Anwendung, dann kann man mit genau diesen Abhängigkeiten die auch wieder gleich bauen. Das Problem dabei ist, dass Nix selbst eben keine, beziehungsweise nicht Nix selbst, sondern die Nix Packages, das große Git-Repository, in dem die gesamten Paketdefinitionen für Nix drin sind, dass das nicht unbedingt stabil war. Und man konnte jetzt zwar hingehen und konnte die Nix-Packages dann auf eine spezifische Version pinnen, aber das hat anscheinend nicht so ganz gut funktioniert. Und deshalb gibt es jetzt was Neues. Und zwar gibt es jetzt Flakes. Flakes sind halt eben dann, hast du nicht mehr diesen großen Haufen an Zeug, was impur evaluiert wird, sondern du hast stattdessen deine ganz klar definierten Inputs und du machst mit diesen Inputs dann auch sowas wie die Nix-Packages. Anstatt komische Sachen, die irgendwo im Nix-Pfad rumliegen, machst du jetzt auch Dependencies und diese Dependencies werden dann natürlich auch zur Evaluierung und zur Instanzierung mit hinzugezogen und nicht bloß wie vorher so, die liegen halt da, um das Bauen zu vereinfachen. Ganzer so. Guter Themenwechsel. Ich merke, dass ich nicht mehr so gut ausschneiden kann wie früher. Also an alle Wesen da draußen an den Endgeräten, ausschneiden üben. Das braucht man doch irgendwann später. Ja, wir wurden eigentlich ja schon gefragt, warum wir nicht 3D drucken. Weil wir es verpeilt haben und das zu lange dauert. Ja, und weil kein Drucker hier ist, glaube ich. Haben wir einen Drucker hier? Nein, wir haben keinen Drucker. Wir können ganz viel Tinte auf Papier drucken, das aufeinander kleben. Nein. Wir sind immer noch about future. Aber, naja, oder aus einem alten Buch. Ja, und wir schneiden es aus und dekorieren die Bühne damit. Upcycling von Papiermüll. Okay. Zudem, du hast es ja in der falschen Größe gedruckt, nicht wir. Jetzt ist die Frage, ist die Größe falsch gewesen im Druck oder falsch spezifiziert? Das ist jetzt, hätte man das mit nix gelöst, dann... Dann hätte man jetzt einfach auf eine ältere Revision rollbacken können. Ja. Rollbacken. Nix für Papier. Auch schön Denglisch. So... Wir haben ein Lambda. Ein erstes? Ja. Wir haben ein erstes Lambda, genau. Jetzt brauchen wir noch ein paar mehr. Und dann können wir den Teig ausrollen, können die, naja, nicht ausstechen, aber ausschneiden. Ich habe ein Messer. Du hast schon ein Messer, wunderbar. Ja, ich habe schon ein Messer. Ich hätte dir fast eins mitgebracht, ja, aber ist dann ist mir eingefallen, dass du mitdenkst. Manchmal. Also ich meine, mir ein Messer in die Hand zu drücken, ist auch eher so eine fragwürdige Idee. Warum tun Leute sowas? Warum tun Fische das? Aber naja, jetzt habe ich halt ein Messer und mit dem werde ich auch dann die Plätzchen Lebkuchen ausschneiden. Sind Lebkuchen auch Plätzchen? Chat, sind Lebkuchen Plätzchen? Wichtige Frage mit einer hoffentlich wichtigen Antwort. So, jetzt haben wir gleich das zweite. Warum schauen Leute uns bei sowas zu, frage ich mich. Ich würde auch nichts dekorieren. Also... Wir dekorieren ja nichts. Wir dekorieren mit nichts. Ja, ist auch in Ordnung. Nix as build minus a decorations. Nee, nix build, nicht nix as build. Ups. Also der Chat findet die Frage zumindest fragwürdig. Die Frage fragwürdig, aber die Antwort ist nicht fragwürdig. Welche Frage nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Sie war auf jeden Fall wichtig. Worum ging's? Ich weiß es nicht. Nix. Irgendwas nix. Mit nix und dekorieren. Ich habe Kurzzeitgedächtnis. Ich habe schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Wir warten darauf, dass Hexchen die alle Lambdas von dem Nix-Logo auskriegt. Genau, ganz schön langsam und währenddessen machen wir schlechte Nix-Witze. Okay, Achtung, es gibt einen Kommentar aus dem Chat. Ich dachte, ihr backt Lebkuchen und kein Lamm da. Au! Um das nochmal klarzustellen, wegen den Wortwitzen mit Nix, ja, das war jetzt ein Witz mit Lamm da in dem Chat, aber, Wortwitze mit Nix und Lambdas hier vor Ort sind nur hier vor Ort erlaubt. Nee, doch, das geht schon. Die dürfen auch im Chat. Okay, okay. Ja, die dürfen der Chat hat jetzt auch eine Wortwitz-Lizenz. License zum Wortwitz. Aber das ist kein Wortwitz, das ist ja nur ein Mist. Ein schlechter Witz. Das ist bloß schlechtes Denglisch. Ja, es ist auch ein schlechter Witz ohne Worte. Was ist denn eigentlich mit dieser Winkelkatze passiert? Warum ist die nass? Regie. Unsere Regie hat keine Worte mehr. Warum ist die Winkelkatze da nass? Warum? Weil hier stand der Topf mit dem Wasser, wo der Honig drin erwärmt wurde. Und du hast den Teig geknetet und dann war das Wasser bald nicht mehr im Topf. Dann habe ich den Topf weggestellt.
die Ereignisse sind nur zu. Ja, die sind die an dir vorbeigeflogen, sind wie das zufällig Wasser an der Katze. Und sind, die Ereignisse sind zufällig nur gleichzeitig passiert. Sind unabhängig voneinander. Ja, es ist nur eine Korrelation, keine Kausalität, nehme ich an. Genau. Ja, gut. Kausalitäten haben wir hier nicht. Es passiert bloß alles zufälligerweise gleichzeitig, was eigentlich das Gegenteil von so funktionalem Kram ist, weil... Es gibt aus dem Chat einen Kommentar, dass wir eigentlich nichts verbieten können, in Bezug auf Wortwitze, denke ich. Aber wir haben ja eh nichts Lustiges gesagt. Ja, ja. Wie soll man denn hier seine Fassung wahren, als Herald, wenn der Chat sowas anstellt? Du bist nicht anstellt. Herald, du bist jetzt Mitspeaker. Nein, du stehst doch die ganze. Warum stehst du als Herald noch auf dem... Ja, okay. Ja, ich, nein, der Herald du assistierst ist, das, nur. Ich als der Herald bin dafür zuständig, dass du deinen Zeitrahmen einhältst, dass der Content nicht allzu sehr abweicht. Da sind wir ein bisschen Content abweichen, ey. Ja, wir haben einen Content, den wir erzielen wollen? Das ist der Content, das ist in Ordnung. So. Ja, genau, ich soll dir halt helfen, dass der Talk möglichst gut abläuft. Also das klingt auch, doch sinnvoll. Lambdas ausschneiden. Ja, Lambdas ausschneiden eben. Wie viele hast du denn schon? Zwei. In welchen Farben? Blau und blau. Ein helles und ein dunkles Blau. Sehr gut, dann schneidest du jetzt hier die letzten beiden aus und gibst mir die beiden, die du ausgeschnitten hast, weil dann haben wir 6 Stück. Ja. So, dann können wir jetzt nämlich den Teig ausrollen und können das erste Nixos machen. Haben die Farben vom Nix-Logo auch Farben, also Namen? Oder heißen die einfach Nix Blau im Logo? Mhm. Okay, der war wirklich schlecht. Wo soll ich das wissen? Ich bin nicht Edolstra. Kontext für die, die es nicht wissen, Edolstra ist so dieser Mensch, der vor Ewigkeiten, ich weiß nicht wann, Regie, Wikipedia. Oder Chat. Ja, nee, einen Moment. Es gibt noch, ich soll erklären, warum das mit der Frage war, warum halte ich ein Messer in der Hand? Und er wusste es nicht und wir auch nicht. Ah, das ist gute Frage, immer noch keine Antwort. Okay, ich halte dafür kein Messer mehr in der Hand, ich halte nur noch Nudelholz. Das kann aber genauso gefährlich sein. Bloß halt mehr auf so... Blunt Weapon Damage. Ja, nee. Mehr so, dass ich mir selber damit die Finger zerquetsche. Es kam noch eine Frage aus der Regie oder eine Antwort. Möchtest du die wiederholen? Glaube ich. Nach meiner Antwort auf die Antwort zu der Frage, was wir für eine Frage hatten, das war dann ja mit dem Messer. Ja, und wir wissen auch nicht, wieso ich das Messer in der Hand hatte, aber ich hatte das Messer in der Hand. Ich hätte noch eine Frage an die Regie. Regie, gib dir bitte mal Wikipedia. Wann hat Edolstra seine Doktorarbeit geschrieben? Wer? Schau einfach auf die Wikipedia-Seite für Nix oder NixOS, da steht sowas. Ich reiche die Frage mal an den Chat weiter. Edolstra, also Elko Dolstra? So ein komischer Mensch, der NixOS beziehungsweise Nix als seine Doktorarbeit geschrieben hat und wegen dem wir jetzt dieses NixOS haben. Ob das gut oder schlecht ist, ist noch nicht entschieden. Da muss die Jury sich noch entscheiden. Ah doch, Nix ist schon was für mich. Nix. Also ist nix für dich? Nix für mich, genau. Ist das so ein bisschen wie das ausdruckbare Research Paper in C? Oh, das sind ja auch diese... Nein, es ist also Nix war tatsächlich eine sinnvolle Doktorarbeit und sind nicht wie die Einreichungen zu Sig Bovic, wo ja so wirklich mehr oder weniger das Ding ist, mach ein sehr komisches Research Paper, wo du viel zu viel Zeug reinpackst. 2006, dann ist NixOS jetzt ja schon fast erwachsen. Ich habe nicht genügend Finger für. Ah, 16? Nein, 15. 15? 15, ja. 15. Bald 16. Ja, ich weiß nicht wann, 2006, vermutlich irgendwann im Sommer. Ja, 5. Nix ist 18. Nix ist 18, laut Wikipedia. Reißt euch zusammen, bitte, gell? Laut Wikipedia, naja, dann haben wir ja keine Kinder im Stream, also wenn Nix schon 18 ist. Stimmt. Dann brauchen wir uns ja nicht mal allzu sehr zusammenreißen. Vor allem, das ist nur die Frage, gibt es schon Nix schon? Es gibt so etwas Ähnliches, kriegt Regie das irgendwie hin, aus meiner Tasche, aus dem mittleren Fach die Sticker rauszuziehen? Oh nein. Die Regie wird es versuchen. Nein. Davon gibt es hoffentlich keine Sticker in physischer Form. Und wenn, dann auch cool. Schwebi, red ins Mikrofon. Ja. Ja, du bist halt, also, es kommen böse Kommentare aus dem Off. Sticker halt. Da sind die Nix-Uwu-Sticker drin. Ah ja, doch. Ja, aber Nix-Uwu ist ja, also, ist ja was anderes.
Ja, aber die kann man ja trotzdem. So, die letzten Lambdas sind bald fertig. Ja, der Teig ist demnächst, auch ausgerollt. Ich muss gerade bloß darauf achten, dass er gleichmäßig ausgerollt ist und dass er mir dabei nicht von der Arbeitsplatte fliegt. Ich kann auch die Arbeitsfläche ein bisschen größer machen, wenn du es brauchst. Nee, ich brauche tendenziell so breiter. Ja, länger geht. Breiter wird schwierig. Breiter kriegst du nicht hin. Nee, also es scheint zu sein, dass 2006 die Arbeit verteidigt wurde, aber davor schon geschrieben. Also man kann es nicht so präzise sagen. Also wurde NixOS irgendwann zwischen 2003 und 2000... NixOS ist alt genug. Fertig. So. Regie? Bitte was? Was ist geschehen? Du warst unter der... Ja, weil die Kamera unter der Bühne war. Warum war die Kamera? Ich weiß nicht wieso. Ne, die Kamera steht da, wo sie immer stand. Ach, stimmt. Das war nur ein Schwenk. Schwenk, ja. Also der Chat hat schon Hunger. Der Chat hat Hunger, das ist... Es gibt sowas, mit dem man sich Hungerabhilfe schaffen kann. Lebkuchen beispielsweise. Also falls wer von euch da draußen Zeit hat und die Zutaten da und ein Rezept findet, das hier ist ja leider geheim. Ja, oder im Real Life schnell nachschauen. Oder noch im Buffer, wenn es noch da ist. Einfach schnell nach- und mitbacken. So, jetzt schneiden wir, glaube ich, einmal, nehmen wir ein paar Lambdas. Ja. So, wo sind denn die anderen hin? Die anderen hast du gehabt. Und legen die aus. Soll ich einmal versuchen, zur Kamera zu gehen, dann können wir das... So, jetzt muss ich mich bloß dran erinnern, wie man die wieder zusammensetzt. Korrekt. Ja, aber nur begrenzt. Ich muss ins Licht. Hier ist Licht. Da ist Licht. So. Ich bleibe jetzt erstmal hier stehen. Was soll ich? Den Sticker, nein, ich will den nicht erläutern. Das ist ein Sticker. Sticker werden nicht erläutert. Nix wird hier erläutert. Darf der Sticker verteilt, aufgeklebt? Also wenn du darf den irgendwie aufgeklebt werden? Ja, klar. Ich wollte gerade sagen, nix kommt auf die Traverse, oder? Klingt sinnvoll. Ja. So, jetzt setze ich hier gerade. Jetzt bräuchten wir eigentlich eine Kamera, die wir mit herbringen können. Haben wir eine Kamera, die mobil genug ist dafür? Ich werte das als Nein, schade. Nee, das machen wir nicht. Wir stecken nichts ab. Und wie puzzle ich da jetzt das letzte Lambda rein? So? Oh, ein NixOS-Logo. Sehr cool. Eigentlich hätten wir eine Kamera an die Traverse hängen müssen. Wir hätten eine Kamera an die Traverse hängen müssen. Hm. Weißt du, wie wir das jetzt schnell machen? Die Regie geht ins Jitsi. Die Regie, machen wir Bilder? Fügt einen Jitsi hinzu und schickt meinem Herald den Jitsi-Link. Dann können wir das nämlich über Jitsi zeigen. Okay, heißt es. Dann warte ich mal auf einen Link. Glaube ich. Und dann hoffen wir, dass der Akku reicht. Wir müssen einfach schnell ausschneiden. Wir stechen da nicht. Ich meine, wir machen ja bloß 6 Lambdas für einen NixOS. Warte mal, ich muss. Und dann nehmen wir den Ausstecher. Ja, ich häng mal noch vor dir was kurz aus. Ja, häng. Ich glaube, die Regie bringt uns nach diesem Stream hier um aufgrund der technischen Schwierigkeiten, die wir ihnen bereiten. Das Gute ist, live können sie das gar nicht machen. Ja, wäre ja Mord vor laufender Kamera und das ist so ein bisschen... Oder wir werden abgeschalten und dann. Also wenn der Stream auf einen Schlag schlagartig aufhört... Und wir dann nicht mehr auftauchen, dann wisst ihr, was passiert ist. So. Wie lange dauert es, einen Jitsi zu erstellen? Paar Minuten. Es kommt ein Händeschütteln, Hände winken. So spontan einfach irgendwelche neuen Sachen basteln, ist schon... Es ist Chaos, es ist der Spirit. So, ich habe hier ein Lambda. Das sieht man kaum. Wollt ihr? Oh, es gab einen Link. Ja, natürlich gibt es einen Link. Jetzt seid ihr die Langsamen. Ja. So. Ich glaube, die Kamera wird gleich die falsche sein. Das ist egal. Solange sie noch nicht live ist, passt das ja. So, ich bin jetzt da. Also wir brauchen nicht. Noch kurz, aber die Kamera ist bei uns da. Sie muss nur noch im Stream kommen. So, ein bisschen Geduld. Ganze Papier wieder aus dem Backblech rausnehmen. Ah, wir haben dann noch das Papier wird nicht mitgebacken, nehme ich an. Das Nein. Backpapier schon? Gibt es Backpapier? Ja, wir haben Backpapier. Wir brauchen Backpapier. Zuschnitte. Okay.
Ich muss mein Mikro hier noch stumm schalten. So. Ah, man sieht es, sehr schön. Und was man auch sehen kann hier, wenn man hier so ein Stückchen... Man sieht es noch nicht im Stream. Ah, okay. Aber es kommt gleich an im Stream, hoffentlich. Wieso ist mein Kameraframe rechteckig und ich sehe gar nicht, was ich wirklich rausschicke? Das ist auch sehr strange. Weil, wie du siehst... Hier unser nein, ihr seid noch ohne Ton. Wir brauchen noch ganz kurz. Wir sind noch ohne Ton, okay. Aber kein Ton vom Jitsi. Ja, ja, aber... Das sieht ja auch eh aus mit Ton. Warum eigentlich jetzt, Ton? Jetzt seid ihr live mit Ton. Mit Ton sind wir live, wunderbar. Sehr. Dann live hier von der Backbühne. Von der Backbühne. Nee, die Backbühne ist doch B-Fläche. Backbühne ist B-Fläche, gut. Genau, das erste Lambda wurde hier schon ausgeschnitten. Das ist zwar ein bisschen schief und krumm, aber das probieren wir jetzt einfach mal, ob das funktioniert. Genau, ich filme jetzt einfach weiter. Und genau, du filmst jetzt einfach weiter und ich schneide Lambdas aus. So, da tun Kann wir das mein jetzt Handy hier hin. In Traverse legen? Weiß ich nicht, das klingt riskant. Mit Tape? Dann legst du es aber nicht rein, dann klebst du es rein. Gaffer löst alles. Ja, wie gesagt. Nein, Gaffer ist kein Lösemittel. Ja, Gaffer klebt alles. Genau. Gaffer löst nix. Das klingt sinnvoll. Damit der Chat sich nicht gleich beschwert, das Gaffer wird vorbereitet. Das Tape. Wenn du mal auf die Bilder schaust, dann siehst du, dass du das Handy nicht mehr so halten musst. Ich sehe gerade gar nichts. Was? Ach so. Ich sehe einen Desktop-Hintergrund. Unser Bild ist weg. Unser Bild ist weg. An die Wesen da draußen, an den Endgeräten, wir haben eigentlich auch einen Videomonitor, also wie ein Tonmonitor, nur für Video. Und der ist gerade verschwunden. Ah, er ist wieder da. Ah, ich sehe, dass ich gar nicht halten muss. Wunderbar. Dann baue ich jetzt. Ja, bau doch mal. Dann habe ich zwei Hände. Dabei kann ich hier weiter ausschneiden. Ja, ist wieder da. Technische Probleme live sind viel besser als vorher. Ja, ist eigentlich aber ein bisschen... kreativer, so. Ist aber eigentlich ein bisschen schade, dass wie dabei, obwohl wir jetzt technische Probleme hatten, nicht die Störung zugute gekommen ist. So. Ich muss mich dann, glaube ich, ganz kurz hier... hinlassen? Ja, ich kann dich gleich hinlassen. So. Oder ich weiß noch nicht, wie ich es einklebe. Sehen wir jetzt. So. Was sieht man denn dann? Die Regie kann ja zoomen. Kann die Regie nicht zoomen, sondern Zoom. Also, ja. Zoom wird hier nicht verwendet. Das ist wegen Privatsphäre ein bisschen... Das sieht doch eigentlich ganz in Ordnung aus. Ja. Also das ist so die klassische Kochschaukamera. Kann ich jetzt mein Telefon noch ausmachen? Das ist jetzt noch die Frage. Nee. Nein, oh, verdammt. Jetzt musst du es wieder anmachen und wieder runterholen. Ich du musst es wieder runter machen. Also Lenny, bisschen nachdenken. Ja, ich weiß noch nicht. Ich habe die Jitsi-App nicht geschrieben. Ja, aber normalerweise gehen so Sachen aus, wenn man... Ja, aber nein, manchmal auch nicht. Ja doch, Kamera geht eigentlich immer aus. Der Ton bleibt manchmal an. Das Nudelholz ist gefährlich. Nein, das Nudelholz ist nicht gefährlich. Das Messer hier ist gefährlicher. So. Wunderbar. Ja, ist leicht off-center, gell? Das ist wurscht. Also, sieht man das hier noch, wenn ich das hier mache? Ja. Ja. Aber nur der Teigfleck ist drauf. Glaube ich. Also das hier, also dass ich hier gerade das Ding rausgeschnitten habe, sieht man noch. Ja. Sehr gut, das ist das, was man sehen muss. Ich mache die Lambda-Verwaltung hier. Ja, das verwende ich ja wieder. Ja, du hast es einfach hingelegt wieder. Nein, wir machen 6 Lambdas und danach, glaube ich, machen wir Sterne und Herzen. Weil so Lambdas haben wir ausschneiden... Haben Ausstecher überhaupt? Ja, wir haben Ausstecher, die sind unter dem Blahai da. Irgendwo ist eine Schale Ausstecher vorbereitet. Ja, unterm Hai. Der Hai beschützt ihn. Wenn Lenny loslaufen will, vielleicht gibt es drüben in der Küche... Ausstecher? Auch noch nicht, nein, die Ausstecher sind schon hier. Gibt es auch noch Zuckerguss und andere... Zuckerguss macht man nicht. Okay. Okay, keine Bemalungen auf den Lebkuchen, also weniger Arbeit hier für mich. Hier ist schon ein Kilo Zucker drinnen in dem ganzen Rezept. 50% sind Zucker. Da muss man nicht noch einen Zuckerguss draufpacken. Also außer wenn du allen hier im Studio Diabetes verpassen willst. Nee, eher nicht. Dachte ich mir doch.
So, das hier ist ein sehr deformiertes Lambda, aber das kriegen wir schon wieder hin. Es sind jetzt 5 an der Zahl. Wir können ja dann nicht das Telefon nochmal umhängen. Ist eh spannend, dass das Netz hat. Fünf Lambdas. Ja. Ein Lambda brauchen wir noch und dann können wir anderes Zeug ausstechen. Magst du nochmal nach dem Ofen schauen? Ich schaue nochmal nach dem Ofen. Ich glaube, da hat sich nicht viel verändert, aber... ich schicke dich jetzt einfach aus Prinzip nochmal durch den Regen. Was sagt denn unser Chat zu unseren schlechten Skills beim Ausschneiden? Ja, der Chat sagt, es schaut schon mal super aus. Ich habe zwischendurch meinen Akku verloren, deswegen habe ich Teile verpasst. Aber der Teig schaut schon mal super aus. Ja, das ist doch schön. So, hier noch einmal und hier noch einmal. Und damit haben wir unsere 6 Lambdas fertig. So, jetzt mit etwas Abstand, ein bisschen mehr Abstand glaube ich sogar. Ofen sieht in Ordnung aus, es regnet den Backblech verteilen. Ich weiß nicht, wie stark der Teig aufgeht, weil ich ein bisschen andere Zutatenmischung benutzt habe, als ich normalerweise mache. So, dann die Lambdas alle ein bisschen gerader, sodass sie auch als Lambdas erkennbar sind. So, so ein Nixo hat 6 Lambdas, oder? Haben wir noch irgendwo eines rumliegen? Nee, muss ich zählen. Schau mal kurz hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 passt. Ich meine, es ist ja auch eine Schneeflocke. Eine Schneeflocke ist immer sechseckig. Oder? Regie? Ist eine Schneeflocke immer sechseckig? Ja, Regie sagt ja. Ein Update von draußen und von drüben. Der Ofen läuft immer noch. Es ist bei fast einer Stunde Zeit. Und es regnet stärker und es ist nass. Ich war nicht an. Das gleiche noch einmal. Ein Update von drüben. Es regnet stärker draußen, leider. Das heißt, ich gehe jetzt nicht mehr so gerne rüber. Er musste aber. Ja, meinetwegen. Der Ofen ist immer noch an, immer noch warm, immer noch heiß. Und jetzt bei ungefähr einer Stunde. So, es kann sein, dass die... Das heißt, dass wir jetzt hier schon seit einer Stunde rumpfuschen. Ja, ich meine, das passt ja, weil wir haben ja einen 2 Stunden Timeslot. Was sagt die Regie so zu unserer Zeit eigentlich? Ja, weil mein Was Handy sagt ist unser da Herald oben. Zu der Zeit? Ich habe keine Zeit. Wir bräuchten eine Uhr. Es ist 23.19 Uhr auf meiner Uhr. Das heißt, wir haben noch 40 Minuten? Ja. Oh, oh. Ja, das kriegen wir hin. Ja, das Backen dauert ja nicht ganz so lang. Und wir müssen ja keine Lebkuchen verteilen am Ende. Das Backen dauert 13 Minuten. Vielleicht kann die Regie schon mal den Timer anzeigen. Aber ihr habt ja bisher noch nichts gemacht. Ja, aber ihr könnt den Timer trotzdem schon mal anzeigen. Nein, wir haben noch nichts gemacht. Oder hast du den gekonnt ignoriert? Wenn ja, den habe ich gekonnt ignoriert. Wollt ihr vielleicht den Timer anmachen? Ja, einfach zeigen, dass es ein 13-Minuten-Timer ist. Einfach starten und sofort wieder stoppen. So wie ich das sehe, ist es ein wenig zu hell noch. Jetzt, 13 Minuten. Sehr gut. Sonst könnten Personen auch noch kurzes Licht runterregeln. Naja, das sieht man glaube ich im Stream, oder? Nein, es ist sehr hell. Ja. Ah, ja. Vielleicht mit der Kamera, die jetzt auch im Moment das Bild hat. Sehr schön. Jetzt ist es sehr dunkel. Ja, jetzt kann ich mich hier rüberstellen, dann haben wir wieder Licht. Hallo, Licht. Ja, unter einem Skype-Helm. Ja, ich habe Licht. Ja, du brauchst kein Licht. Nein, wieso brauche ich kein Licht? Du bleibst bei deinem Teig, du musst ausstechen. 13 Minuten steht da. Und sobald das Zeug in den Ofen kommt, was Lenny gleich... Ah, das bunte Licht ist wieder da und jetzt ist es wieder hell. Ah. Wenn das dann gleich im Ofen ist, was Lenny arrangieren wird, dann können wir den Timer starten. Ich bringe das rüber in den Ofen. Du bringst das rüber in den Ofen. Ich komme mit, aber du bringst es rüber. Ich hätte mir das selber nicht zugetraut. Jetzt habe ich einen Stern zu viel gemacht. Das ist ungünstig. Sicher. Das ist das Problem. Wir können mehr Sterne machen. Ja, wir können mehr Sterne machen, aber ich wollte eigentlich auch Herzen machen. Ich sehe 2 Bleche. Du siehst 2 Bleche, ich sehe nur eines. Das andere ist nämlich unter dem oberen und damit existiert es nicht, weil ich es nicht sehen kann. Aber an der Seite? Also nee, an der Seite, das eine Blech ist so fett. Sogar der Chat sieht das Blech. Der Chat sieht das Blech. Wie soll denn der Chat sieht das Blech, das sage ich jetzt. Ich bin nicht im Chat, aber der Chat sieht das Blech. Mir fällt gerade auf, dass das tatsächlich ein bisschen sehr ungleichmäßig ausgerollt ist. Der Chat lässt insbesondere nicht locker. Wir müssen Lebkuchen nach Osnabrück schicken. Nach Osnabrück? Lebkuchen sind ja relativ gut haltbar. Kann mir die Regie vielleicht einen Brief
Kann mir die Regie vielleicht einen Briefkasten bringen? Ich habe die Sorge, dass wir damit quasi so einen Präzedenzfall schaffen. Das ist, und das stimmt, aber kann mir die Regie vielleicht eine Zugverbindung raussuchen nach Osnabrück? Vielleicht. Für jetzt nach dem Talk losfahren, ja? Ja, zum Beispiel. Du musst ja nicht aufräumen. Mir doch, so helfen werde ich schon, ja. Aber bis morgen früh um 6 fährt wahrscheinlich eh kein Zug. So, gehen wir rüber. Ist das Blech schon fertig? Das kommt Blech da nicht ist noch schon ein fertig. Nein, da kommt nicht nur ein Sternchen in die Ecke. Die wachs, das wächst nämlich alles. Das ist die aktuelle Lage des Bleches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lambdas, Sterne, Herzen und nochmal ein Stern. Wunderbar. Die sind alle ein bisschen verschieden dick. Das schauen wir jetzt, ob das was wird, aber das wird schon was. Heute um Mitternacht fährt ein Zug nach Osnabrück, ein ICE, braucht 8 Stunden 20. Ungünstig. Tut mir leid, Osnabrück geht leider nicht, passt vom Fahrplan her nicht. Ich gehe schon mal vorüber, dann kannst du noch entertainen, dann haben wir keine Zeit. Nö, ich geh jetzt mit rüber. Oh, es regnet, hey. Ja, das hast du Pech gehabt, muss bei Regen rüberlaufen. So, wir warten auch gespannt, was passiert. Und wir sind wieder da. Ist gleich auch in der Ofencam. Genau. So, Jerome, was ist vorne? Was ist hinten? Lächeln vorne. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ah, das ist so ein Ofen, wo so Schienen drin sind. Ja, der Ofen ist toll. Ja. Löcher sind dann eigentlich hinten drin verschieden. So, auf mittlere Blech, dann packen wir es. So. Was ist da der Kontakt für? Ist das hier irgendwo oben magnetisch? Oder ist das? Das. Was ist der hier? Ja. Da ist auch der Verschluss dazu. Ah, für so Pyrolyse. Ha. Spannend. Ja, gerne mal dran. Sieht man mich da halbwegs? Nein, du musst wirklich tief. Also die Kamera hört ungefähr. Die Kamera schaut auf den Ofen. Hier auf. Schaut die Kamera auf den Ofen. Ich weiß nicht, die Kamera hat leider kein Video, aber ich glaube, die sind zu sehen. Sehr gut. Ich hätte mir irgendwie noch so einen Monitor aufstellen müssen, damit man da das Zeug sehen kann. Ach, das ist kein Monitor, das ist ein Dunstabzug. Das ist eine sogenannte Dunstabzugshaube, die kannst du aufmachen. Ja, aber das sah aus wie ein Monitor. Das wäre aber cool, ein Monitor dann in der Dunstabzugshaube. Dann kannst du da dein Kochtutorial anschauen und kochen. Ja, nee, weil du musst sie ja aufmachen, damit sie gescheit abziehen kann. Wenn du es so lässt, dann kann sie ja nicht abziehen und der Dings, der macht sie ja ganz auf. Der Öldruckdämpfer ausbauen und dann, let's go. Wie lange bleibt denn das jetzt in dem Ofen drin? Das bleibt jetzt für 13 Minuten im Ofen hin und die Regie soll mal bitte den Timer starten. Wenn sie das gut, dass wir hier keinen haben. Timer und keine Uhr haben. Ja, ich hoffe, dass die Regie das auch getan hat. Ich weiß doch nicht, was wir damit machen, aber... So, wir sind wieder da. Hallo! Es ist noch nässer geworden. So, Regie! Ja, kleine Anmerkung aus dem Chat. Ihr sollt den Teig nach oben tun. Ganz nach oben. Ich gehe schon wieder rüber. Ja, tu mal den Teig nach oben und der Timer, der läuft jetzt. Wir können auch den Timer vorspulen. Habt ihr eigentlich den Ofen auch auf Ober- und Unterhitze gestellt oder immer noch auf Vorheizen? Ich gehe rüber. Lenny darf Ofen bedienen. Lassen wir den Timer mal, das passt doch schon, die sind ein bisschen dicker. So wirklich überbacken ist schwer. Man kann ja auch mal auf die Ofencam kurz schauen, wie das jetzt aussieht. Okay, das Zeug im Ofen und mehr sieht man nicht. Wenn man den nach oben tut, dann sieht man es aber noch schlechter tendenziell. Vielleicht sollte man es dann nach unten tun? So, Teig nach oben. Oh, der könnte jetzt natürlich schon warm sein, gell? Ich hoffe nicht. So, was wir jetzt aber machen, bevor wir hier weiter ausstechen, ist, dass wir unseren Teig hier mal nehmen und den etwas flacher... Ach Gott. Ein Tuch.
und den etwas flacher ausrollen, weil der ist gerade schon etwas sehr ungleichmäßig und ist in der Mitte deutlich dicker als am Rand. Und das ist ungünstig, weil wenn man eins nicht haben will, dann ist das ungleichmäßig ausgerollter Teig. Also beim Lebkuchen und Plätzchen backen. Ich denke, ihr kennt das von daheim, wenn ihr selber backt. Dabei ist halt die zusätzliche Schwierigkeit, dass ich den nicht vom Tisch runterrollen will. Das heißt, dass ich ihn hier so ein bisschen so einmal komplett rüberrollen muss. Ist Lenny immer noch mit dem Ofen beschäftigt? Spannend. Also dieser Ofen, der scheint schon schwer zu bedienen zu sein. Also normalerweise ist beim Ofen ja schon eine Bedienungsanleitung dabei, aber da meint man jetzt nicht unbedingt, dass die so schwer zu bedienen sei, dass man da so wirklich eine Anleitung braucht mit diesem Ofen. Lenny schneidet mal wieder nichts. Wie war das vorhin? Ich soll Lebkuchen auch jetzt noch nach Köln liefern? Genau, auch noch nach Köln. Also Köln und Osnabrück. Ja, ein bisschen schwer, würde ich behaupten. Also. Lenny ist stumm. Bin ich jetzt? Ich bin nicht mehr stumm. An Häkchen, Chat und Regie. Stell dich mal auf die Bühne. Passt die oberste oder sollte es in die obere Schiene? Hä, passt. Passt gut. Bei dem Ober-Unter-Hitzezeichen ist so ein kleines Dampfwölkchen. Einfach ignorieren. Okay. Einfach ignorieren. Der Ofen kann auch Dampf garen? Vielleicht steht deswegen Donaudampfschifffahrtsgesellschaft drauf. Bei der Dampfgarung. Der Ofen hat nur sehr, sehr komische Symbole. Es ist einfach. Ja, aber ich meine, es gibt schon aber so Öfen, die Dampfgaren können. Es hat nichts mit Dampfen zu tun. Es kommt auch kein Dampf raus. Also, ich habe vorhin geschaut. Ich glaube, das ist das Symbol für Umluft, aber es ist. Nein, es gibt auch einen Lüfter. So. Das ist nicht das Symbol für Umluft. Haben wir jetzt 10 Minuten. Lenny, magst du etwas ausstechen, während ich mir was zu trinken hole? Ich hole dir was zu trinken und du stichst aus. Ja, das können wir so machen. Was möchtest du denn? Eine Flora-Power, bitte. Ah, bevor ich zum Ausstechen anfange, sollte ich vielleicht erst wieder etwas Backpapier auf das Blech packen. Wenn dieses Backpapier bereits vorgeschnitten ist und man sich nicht mehr selber schneiden muss, warum hat das dann eigentlich immer noch diese Riffelungen? Also wir bekommen alternativ das Angebot aus Köln eines Tauschhandels. Ich weiß aber nicht mit was. Ja, das wäre interessant. Ich schätze, der Tauschhandel ist aber auf Osnabrück bezogen, oder? Wird da interchatlich getauscht. Was schlägt denn der Mensch aus Köln zum Tauschen vor? Lebkuchen. Das weiß ich leider nicht. Jetzt habe ich einen Flaschenöffner, was mache ich jetzt damit? Du bringst ihn wieder zurück. Oder du gibst ihn der Regie. Geben ist ein weites, ein weit gefasster Begriff. Du wirfst ihn der Regie zu. Das ist eigentlich blöd, weil Sterne sind doch eigentlich immer Zimtsterne, oder? Auch in der Größe. Und jetzt machen wir Lebkuchensterne. Ich kenne Zimtsterne nur in kleiner. Aber es gibt auch große Zimtsterne. Aber dann machen wir jetzt große Lebkuchensterne. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen Zimt drin. Also sind das ja auch Zimtsterne. Aber es gibt ja auch große Lebkuchensterne, das ist ja kein Problem. Stimmt. Außerdem, wieso sollten wir Ausstechformen gatekeepen? Was mir gerade auffällt, so ein Stern. Nein. Bei den größeren. Der ist ja sogar sechseckig. Das ist ja fast so ein bisschen so wie eine Schneeflocke. Der Stern hat 6 Spitzen. Ja, aber dieser Stern hier, der hat ja 6 Ecken und das ist ja fast wie eine Schneeflocke. Das passt ja eigentlich zu nichts. Ja, ja, oh Gott. Werden dir die Witze langsam zu langsam, langweilig? Ja, also die Witze sind wirklich nichts. Das ist echt nichts Tolles. Mhm. Dann haben wir diese awkward Pause. Die fülle ich mal noch mit Fragen. Wie hast du denn den Kongress bis jetzt so genossen? Hast du schon irgendwelche interessanten Talks angeschaut? Ich habe bis jetzt tatsächlich geschlafen, ja, sicher doch. Ich habe bis jetzt tatsächlich den Kongress zu einem nicht kleinen Teil sowohl in Zügen verbracht, also das Leben in vollen Zügen genossen. Ja.
als auch andererseits so Infrastruktur daran gehindert, zu sehr auf die Nase zu fallen und kaputt zu gehen. Gemeinsam mit Klönk, von dem ich annehme, dass er auch im Chat ist, habe ich nämlich so ein Ding geschrieben. Das nennt sich Ex-Neuland, und wenn ihr schon mal in der Welt wart, dann ist dieses Ex-Neuland genau das, weshalb ihr überhaupt in der Welt sein könnt. Das ist nämlich das neue Work-Adventure-Backend. Wurde das in Go nicht neu geschrieben? In Go? Nein. Oder war in Go der Linter? Der Linter ist in Go. Ah. Auch nicht. Der Linter ist in Haskell. Der Map-Service ist in Go. Ah. Wir haben nämlich da eine große, große, weite Landschaft an verschiedener Software. Es ist immer noch nicht so groß wie die CNCF-Landkarte, wo alle Cloud-Native-Foundation-Sachen irgendwie aufgelistet sind. Das ist so ein bekannteres Bild, wo man sehr stark reinzoomen muss, damit man auch nur irgendeines der Label lesen kann. Ah, blend mich nicht so. Wer ist denn da am Licht? Ich weiß es nicht. Ja, dann hör auf, an dem Dimmer rumzuspielen. Der Dimmer brummt oder das Licht brummt? Der Dimmer hat seine Berechtigung zu brummen. Wieso hängt das dann im Ton? Schnapp dir Mikro und rede. Nein. Du kannst einfach zum Licht gehen, nur die Scheinwerfer im 2D-Plan auswählen und manuell die Intensity auf 0 schalten. Dann überschreibst du alles. Deswegen habe ich einen 2D-Plan. Ja, okay. Damit man sehen kann, wo welche Lichter sind oder wie. Ja, und dann klickst du da drauf und dann machst du Intensity auf 0. Ja, das klingt ja fast schon sinnvoll. Es müssten 8 und 9 sein. Ja, genau. Korrekt. Wunderbar. Sinnvoll machen wir aber eigentlich nicht. Ja, es ist auch noch nicht aus. Das ist nicht auf 0. Du bist wahrscheinlich auf 1 oder 2%. Jetzt sieht's aus. Aus. Brummt es noch. Oh, Time. Soll ich schon mal kurz nochmal gucken gehen? So 5 Minuten. Ach, nee, das passt schon. Gut. Kriegen wir jetzt einen Backofen noch mit dazu? Damit Leute noch sehen können. Das ist in der Preview. Der Chat sieht's noch nicht. Ja, deshalb frage ich ja, ob wir den jetzt dazu kriegen oder ob die Regie das nicht macht. So. Was ist, habe ich zu viel ausgestochen? Ja, du kannst ja noch, genau, ein bisschen umsortieren, dann passt es sicher wieder rein. Ja, dann passen sicher noch 1, 2 drauf. Du kannst jetzt einen Packing-Algorithmus darauf anwenden. Nee. Das ist Aufwand. Ich sehe noch Freiflächen. Werden die jetzt noch gefüllt? Ich denke schon. Ja. Was ist... du blendest. Und das ist kein schönes Licht. Nein, wir sind nicht dunkel. Ich kann mich... Guck mal in den Stream, das passt eigentlich voll. Dein Kopf wird abgeschnitten. Ja, ich stehe hinterm Ofen. Wir wurden nur angeleuchtet, des Angeleuchtetwerdens wegen. Das ist auch nicht toll. Heiß böse. Ja, die Erleuchtung. Okay, wir haben ein konkretes Angebot. Also der Chaos-Treff Osnabrück kann uns Waffeln craften, professionell einschweißen und als Tauschhandel zuschicken. Wir sind offen, unsere Kontaktdaten der Stage sind, glaube ich, irgendwo verfügbar. Soll sich der Chaos Club Osnabrück einfach mit uns in Verbindung setzen, dann können wir, glaube ich, doch den ein oder anderen Brief als Tauschhandel, nicht als Lebkuchen as a Service einführen. Naja, die Frage ist aber, ob wir dieses Angebot annehmen. Ja, da müssen wir jetzt nochmal... Wir bräuchten eigentlich Probewaffeln. Da müssen wir jetzt nochmal drüber überlegen, nachdenken. Doch, aber so ein Probierpaket Waffeln und dann können wir in die Verhandlungen treten. Ja, das klingt sinnvoll. Meint ihr nicht, dass es ein bisschen zeitkritischer wäre? Ja, stimmt, die Stage ist bis dahin ja wieder abgebaut. Schickt uns eine E-Mail an wok@hack.space. Wir schauen uns das an und vielleicht kriegt ihr dann Lebkuchen und wir schicken euch Waffen. Nee, andersrum. Wir bekommen erst Waffeln als Probierpaket. Wenn die Waffeln gut sind, dann können wir den Tauschhandel eintreten. Nee, wenn sie uns Waffeln schicken, dann kriegen sie Lebkuchen. Oder so, ja. Aber die Waffeln werden ja auch gut sein. Das ist ein Chaos-Treff, die werden gut, uns ja schon nicht übers Ohr hauen. Ja eben, sag ich ja, die Waffeln werden gut sein. Sehr gut. So, jetzt müssen wir blöderweise warten. Es können uns auch gerne andere Chaos-Treffs oder Chaos-Organisationen Waffeln schicken. Waffeln sind immer toll. Stimmt, gegen Sachen geschickt bekommen habe ich auch nichts. Vielleicht haben wir da noch genügend Lebkuchen, dass wir ein paar Waffeln zurückschicken können. Nein, wir schicken nicht die Waffeln zurück, sondern den Lebkuchen. Wir nehmen die Waffeln, wir essen die Waffeln und wir schicken das leere Paket wieder zurück. Ist auch leer, gell? Das ist alles leer, ja. Da ist nichts mehr drin. Es verschwindet in der Bühne. Wie sieht denn eigentlich die Zeit aus? Sieht man das auf dem Stream?
Kann die leider nur sehr schlecht, aber es sind, also stehen 2 Minuten. Kann die Speaker-Kamera vielleicht? Kannst du mal auf die 6 gehen? Genau, da sieht man das. Sehr gut. Du stehst hinter dem... Ich stehe hinter dem Ofen. Ich stehe schon wieder hinter dem Ofen. Hallo, hallo. Ich stehe einfach ganz raus und Hexchen steht unter dem Ofen. So, wir haben jetzt noch eine Minute... Das müsste mit dem Zeitversatz... Eine Minute 54 auf dem Timer verbleibend. Das sollte relativ gut passen. Aber wir haben den Zeitversatz drin. Oder wurde der kompensiert? Wurde nicht kompensiert, aber es passt schon. Wir gehen jetzt mal rüber und schauen uns das an. Der Timer kann hier derweil weiterlaufen. Wir gehen rüber. Sollen wir nicht den neuen schon mitnehmen? Doch, nehmen wir die neuen doch schon mal mit. Dann können wir gleich das alte Blech wieder mit zurücknehmen. Aber was sagt die Uhrzeit? Was sagt die Uhr? Die Uhr ist stumm. Okay, verdammt. 23.37 Uhr. Ah. Wunderbar. Das klingt, als wären wir gut in der Zeit. Bis gleich. So, kleine Planänderung. Lenny ist schon mal rübergegangen und schaut sich das gleich an. Und ich werde mir das dann gleich auf der Ofencam anschauen, ob die Lebkuchen schon fertig sind oder ob die noch brauchen. Und müssen wir Lenny dann gleich mal anrufen. Handy ist hier von Lenny. Dann muss Regie vielleicht rüberlaufen und Lenny ein Handy vorbeibringen. So. So, dann ruf ich mal, Lukas, ruf ich dich an. Das schaut eigentlich ziemlich fertig aus. Jetzt habe ich nur keine Anweisungen hier. Und kein Handy und kein... Ach, verdammt. So. Ich würde sagen... Ah, das ist, glaube ich, genau richtig. Schwierig. So, hallo. Wie schaut's denn aus? Lenny, hörst du mich? So, hallo. Hallo. Sehr schön. Wie schaut's denn aus? Lenny, hörst du mich? Ja, es funktioniert. So, magst du mal die Lebkuchen aus dem Ofen nehmen und mir in eine Kamera zeigen? Welche ist egal? Jawohl. Ich brauche mal einen. Dann schauen wir mal rein. Kannst du sie ein bisschen näher hinhalten, damit ich sie vernünftig sehen kann? Ich bin jetzt auf der Nicht-Ofenkamera. Näher. Dann schauen wir mal rein. Ganz nahe hinhalten. Näher. So. Ganz nahe hinhalten. Achso, dann schauen wir mal. Oh, das ist heiß. Warte ganz kurz. Ist dir das Ganze zu heiß? Es ist sehr warm geworden. Ich muss kurz umgreifen. So, bin ich. Magst du mich anleuchten? Überhaupt nicht. Nimm doch die Taschenlampe. Taschenlampe geht schon. Oh, das wird sehr heiß. Ja, ja. So, was? Kannst du es mir nochmal. Taschenlampe geht schon. Ihr redet unter euch, gell? Ja. Ja, das kann ich verstehen. Das tut mir auch leid. Das ist echt verdammt heiß, wenn es länger in der Hand bleibt. Das kriegst du schon hin. So. Ja, ich habe jetzt so ein Thermoschild hier gebaut. Schauen wir mal. Ja, die gehen schon. So, die nimmst du jetzt, du nimmst jetzt das Backpapier vom Blech runter. Ja, stellst dann die, legst dann die Lebkuchen mit ihrem Backpapier einfach auf dem Herd ab. Ja. Und stellst die anderen rein. Ja. Das Blech, das bringst du mir dann zurück. Das brauchen wir. Jawohl, und das Blech? Danke, bis gleich. Okay, gut, genau. Dann führe ich das jetzt mal so aus hier. Danke. So. Bin ich auf laut? Und ich gehe zurück mit dem Blech in Hand. Warum wir keinen Ton haben? Warum hat man das denn ausgesteckt? Das ist ungünstig. Wollen wir das nochmal abspielen, damit es der Stream auch hört? Ne, das ist zu weit zurück. Genau, jetzt. SIFA,
SIFA-Zwangsbremsung. Wieso? SIFA-Zwangsbremsung. Störung. Ja, das Blech ist da und warm. Sehr gut, dann stell mal bitte das Blech hier hin. Wollen wir keinen Untersetzer oder so? Nee, wenn du einen Untersetzer hast, dann gerne. Okay. Hast du einen Untersetzer? Nicht da. Ich glaube, in der anderen Küche zum Beispiel gibt es einen. Ja, dann kannst du doch mal rübergehen und einen besorgen. Oder runter, um genau zu sein. Ja. So, du bist ja Herald, du machst ja genauso etwas. Kann die Regie bitte den Timer wieder bei 13 Minuten starten? Ja, jetzt. Die Sachen sind ja schon im Ofen. So. Hört ihr mich wieder? Ah, jetzt okay. Du hörst mich jetzt auch, oder? Jetzt höre ich dich auch. Sehr gut. Ja, genau. Der Chat sagt, wir müssen uns trotzdem auf jeden Fall Mühe geben. Die Lebkuchen müssen auch schmecken, wenn wir sie tauschen. Ja, ich meine, ihr habt genau gesehen, was da jetzt reingegangen ist. Rezept würde auch als Deal reichen. Ja, tatsächlich. Ja, aber das Rezept, das kann ich nicht rausrücken. Das müsst ihr euch selber aus den Hinweisen, die ich gegeben habe, selber erarbeiten. Ah, und wir haben noch die hilfreiche Information bekommen, es ist fertig, wenn es raucht. Ich meine, solange es nur die Lebkuchen sind, die rauchen, und man das nicht über Kinder sagt, passt das ja. Sorry. Hexen mit problematischem Content. Wie habe ich jetzt News meine Maske Midnight. Ans Mikrofon gebaut? Sehr gute Frage, ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht gesehen, was du getan hast. So, wieso mache ich eigentlich die ganze Zeit nur Sterne? Wir hatten doch auch einen Ausstecher für Herzen hier. Ja. Wo ist denn der hingewandert? Hier. Der liegt rum, der macht nix. Aha, die Nix-Witze sind wieder zurück. Die Overhead-Cam ist aus. Das ist blöd. Ist Akku leer. Das würde ich jetzt auch vermuten. Wir können ja nachschauen gehen. Jetzt fällt sie dir wahrscheinlich gleich runter und mir auf den Kopf. Einmal Pin-Leak im Stream, oder? Ja. USB-C wäre, ja. Wir haben auch Strom. Aber ein langes USB-C-Kabel und Netzteil kannst du sicher bei Zauberbergs Laptop klauen. Wir stecken jetzt dein Handy mit einem ThinkPad, mit einem MacBook-Ladegerät an. Ja, das funktioniert. Das sinnvoll. Haben wir schon ich bekomme jetzt gleich ein neues Telefon und das Telefon gebe ich zurück. Tauschhandel. Handy-Tauschhandel. Ja. Wer kommt dabei vorteilhafter davon? Das Laptop-Netzteil, das müsste eigentlich genau passen. Ich glaube, Lukas. Die nächste Steckdose ist da in der Ecke. Also das reicht. Ich baue das schon ein. Nein. Du kannst ja derweil zeigen, was ich hier mache, während Lenny noch aufbaut. Ja, mach's halt wieder auf. So. Ah, das war der Hai. Hast du den Hai runtergeschmissen? Nein, ich habe Fell gespürt. Ah. Hast du den Hai angetastet? Ja. Das klebt ein bisschen fest. Lenny, da hast du nicht vernünftig gemählt. Okay. Nee, okay, jetzt hast du es geschlossen. Ich hüpfe jetzt leider vor dir rum. Das ist ungünstig, da muss ich halt ein bisschen so zur Seite. Hallo. Hallo, Stream. So. Ohne Case, weil der Stecker passt uns nicht. Aha. Ohne Case ist aber gefährlich, wenn es an der Traverse hängt. Ja, aber es ist ja festgeklebt. Jetzt musst du halt bloß wieder warten, bis es genügend Akku hast, dass du es anschalten kannst. Geht von alleine an gerade. Ah, okay. Und dann wartest du jetzt einfach da, bis du es ins Jitsi packen kannst. Ja. 1%. Let's go. Ist schon gestartet. Also der Chat hat immer noch Hunger. Es wird langsam... Ja, tut mir leid. Also ich kann halt nicht besonders viel gegen euren Hunger machen. Die müssen gerade noch abkühlen. Na, wenn der die kühlen drüben ab.
wenn dieser Timer hier abgelaufen ist und wir mit dem nächsten Stück Plätzchen Lebkuchen rübergehen, dann können wir auch die ein paar von den ersten zum Probieren nehmen. So, jetzt ist das Problem, ich habe hier schon wieder so ein Blech voll. Ich habe immer noch nicht mehr Bleche. Haben wir noch Bleche? Nein. Haben wir noch blechähnliche Gegenstände? Es gibt ein Gitter. Ja, aber klingt sinnvoll. Wir haben auch keinen Platz, um das abzulegen. Doch, haben wir. Halt mal. Stell's doch. Halt mal. Ich habe eine Idee. Oh. So, passt. Das kann hier nur schief gehen. Nee, passt schon. Wir haben schon abgestellt. Phone is starting. Gut. Also. Oha, wir haben was ganz vergessen. Ja, was haben wir vergessen? Den Glühwein. Was? Den Glühwein. Den Glühwein. Oh. Glühwein haben wir zwar nicht vergessen, weil wir haben hier so nicht alkoholisches Programm. Aber was wir machen könnten, ist Kinderpunsch. Was sagt denn die Regie dazu? Ist Schwebi noch da? Nee, aber Lenny kann doch den Herd bedienen. Stimmt, ich hatte eine Einweisung. Was sagt denn die Regie zu Glühwein? Kinderpunsch. Ja, der Chat hat sich geeinigt auf Glühpunsch. Glühpunsch. Was sagt denn der Chat zu Glühpunsch? Die Regie zu Glühpunsch? Und ich habe noch keinen Widerspruch dagegen gefunden. Das finde ich eine Zustimmung. Weder im Chat noch in der Regie? Sehr gut. Dann machen wir jetzt einen Glühpunsch. Permanente 1%. Das wird spannend, aber das funktioniert. Ja, solange es anbleibt, ist ja alles okay. Jetzt mache ich wieder die ganze Zeit nur Herzen. Ich muss ein bisschen hin und her wechseln, das vergesse ich immer. Oh, ich brauche neues Tape. Das passt schon. Nee, das passt, glaube ich, gerade leider nicht. Hält. Na, wo ist das Tape hin? Wo ist das Tape? Da. Unterm Tuch. So. Augen dann, muss man aufmachen. Wir reißen jetzt hier neues Tape ab und tapen es neu. Es ist wirklich die Definition von Chaos, aber so soll es sein. Ja, ich meine, es ist noch nicht schlechtes Chaos, noch ist es so Chaos. Was sieht man denn gerade jetzt? So, wie spät ist es denn, Regie? Wir haben 23.49 Uhr. Und die Frage aus dem Chat ist, kriegen wir Mate in den Punsch rein? Ich weiß leider nicht, ob das hinhaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem es 23.49 Uhr ist und unser Slot hier nur bis um Mitternacht geht, muss ich euch leider enttäuschen, den Glühpunsch, den kriegen wir leider nicht mehr hin. Aber es gibt ja morgen noch das Waffelbacken. Das Waffelbacken, das können wir ja kombinieren mit einem Glühpunsch machen. 0 Uhr, genau. Dann gibt es morgen auch Glühpunsch. Ist das für den Chat okay? Ich würde einfach mal abwarten, was da so kommt. Genau. Aber es parallel gibt noch kann ich ja schon die erste Ladung holen und das Blech rüberbringen. Das machen wir gleich gemeinsam. Wenn der Timer fertig ist, wunderbar. Genau. Zwei Bleche on-premise. Genau, und wir können dann gleich vom ersten Blech können wir schon probieren. So, jetzt muss ich den Teig wieder zu einem Ball. Wie schaut's denn aus? Können wir alternativ nach Berlin liefern? Nach Berlin kann ich liefern, weil ich bald schon wieder in Berlin bin. Wer fragt denn? Es geht wohl um den AFRA. Oder die AFRA, das ist die Abteilung für Redundanzabteilung. Und die Person heißt Yuka. Ja, die AFRA kann ich natürlich liefern. Könnte ein paar Tage dauern, aber natürlich. Jackpot, würde ich sagen. In den Münchner CCC könnte ich auch der Fairness halber liefern, falls da irgendwelche Menschen gerade sind. Aber der Münchner CCC ist nicht in Berlin. Stimmt, das ist ungünstig. Lenny? Okay, also der Chat sagt, es ist okay, wenn wir morgen Waffeln mit Glühpunsch backen. Man sieht mich doch auf der Kamera. Auf der. Ja. Jetzt musst du Kopf über. Genau. Hilfe. Ich breche mir noch das Genick bei dieser Aktion. Immerhin gibt's Lebkuchen. Immerhin gibt's Lebkuchen. Also wenn man schon sich das Genick bricht, die dann mit Lebkuchen. Die arme Flora-Mate da an der Ecke. Magst du die nicht mal auf den Boden stellen? Oder austrinken. Ich stelle sie in die Bühne. Erzähl doch mal ein bisschen mehr über Nix. Über Nix soll ich noch was erzählen. Ja, Nix ist toll. Vielleicht, wenn du mal
Nix redest. Nix redest. Ja. Ja, hat er noch nichts zu gesagt. Let x gleich pkgs.x in öffnenden, schweifenden Klammer. Erfahrungswert zwischen Nix und Proxmox. Die zwei Sachen kannst du halt nicht wirklich vergleichen, weil... Wir machen es jetzt. Du musst machen. Das sind grundverschiedene Systeme. Also, bisschen Hintergrund dazu. Wir bei den Hackers Against Climate Change München, wir betreiben auch so Infrastruktur, hauptsächlich für so Klimaschutzorganisationen in und um München. Das ganze Projekt heißt Infra for Future. Und das machen wir seit Anfang 2020. Das ist so im Nachgang um den Kongress 2019 entstanden. Und anfangs haben wir das halt einfach so ganz YOLO gemacht, indem wir einen Server uns bei Hetzner geklickt haben, weil die haben ja Ökostrom. Und dort halt eben auf diesen Server einen Proxmox installiert haben und halt VMs drauflaufen lassen haben. Das haben wir sehr schnell gemerkt, dass das keine so gute Idee ist, weil wir hatten dann innerhalb von einem Monat so rund 20 Services laufen, alle in ihren eigenen Containern. Und natürlich war bei keinem definiert, was jetzt wirklich dokumentiert, was der Container jetzt macht, wozu der da ist, wer den eingerichtet hat, wer die Credentials für hat, wie man den updatet, etc., etc., etc. Und natürlich könnte man da jetzt Doku schreiben, aber, das haben wir auch probiert und haben das in die Notizen gepackt von den Containern, das hat nicht funktioniert. Doku schreiben ist nämlich anstrengend. Und dann habe ich halt NixOS entdeckt. Und bin halt auf die Idee gekommen, dieses NixOS, das ist toll, damit könnte man doch so Infrastruktur machen. Und dann habe ich gemeinsam mit den anderen Leuten, die dieses Infrafuture mit verbockt haben, hallo Lukas, und natürlich auch den anderen Menschen hier bei Hack, Stübenem, Ogdyx, Raphael. Ja, du hast da nicht mitgemacht, das ist tatsächlich Nein, interessant. Ich habe da nicht mitgemacht, ich habe nur Hardware-Infra gemacht. Vielleicht müssen wir dich irgendwann doch nochmal da initiieren und dir NixOS beibringen. Ich bin offen für nix. Was meinten der Chat? Sollen wir Rinderhack nix beibringen? Wird Rinderhack nix erklärt? Versteht Rinderhack nix? Ja, der Chat sagt erstmal, wir sollen nicht so depressiv sein, wenn wir sagen, nix ist toll. Oder nix funktioniert. Die Nix-Witze. Das wird doch nix. Was hingegen etwas wird... Das sind hier unsere Lebkuchen. Apropos Lebkuchen. Ja. Bald ist es soweit. Wenn der Timer abläuft, dann können wir wieder rübergehen. Aber währenddessen steche ich hier nochmal fertig aus. Du kannst vielleicht schon mal das Blech da oben runterholen. Oder du holst es runter und gibst es mir in die Hand. Ja, ich bin ein Kopf größer. Und du stehst davor. Das stimmt auch, das ist auch ein Vorteil. So. Ich bin ziemlich froh, dass die Stagecam immer noch läuft. Das heißt, das Netzteil liefert zumindest mehr Strom, als mein Handy verbraucht. Ja, Tatsache. Also ich meine, es ist immerhin ein USB-PD-Netzteil. Was steht denn drauf? 65 Watt, glaube ich? Ja, aber ich habe kein USB-PD, sondern nur QI3. Das ist das Problem. USB-PD bringt mir nichts. 65 Watt. Ja, aber USB-PD. Ich kann kein USB-PD. Kannst kein USB-PD? Ich kann nur QI3. Ja, aber das ist USB-PD. Alles kann USB-PD. Nee, dafür wurde das ja gemacht. Nee, da hatte ich schon das Problem, dass das nicht funktioniert. Ist dein Handy da noch oder zu alt andersrum, für? Andersrum. Mein Laptop kann nur QI3. Egal. Dein Laptop nur QI3 würde mich wundern, weil QI3 kann ich wirklich... Ah ja, stimmt. Nix. SIFA. SIFA-Zwangsbremsung. SIFA-Zwangsbremsung. Jetzt stehen wir schon wieder. SIFA-Zwangsbremsung. Also, andauernd kommt dieses Spiel zum Stehen und ins Gleis. SIFA-Zwangsbremsung. So, gehen wir mal rüber. SIFA-Zwangsbremsung. Bevor der Ofen noch gestört ist. Wir gehen jetzt... Jetzt ist der Ofen auch noch gestört. Gehen rüber, holen die anderen Lebkuchen aus dem Ofen und währenddessen wird entschieden und nicht rückgemeldet, ob ich nichts lernen soll. Thank you.
Hallo. Das riecht ja schön hier. Das habe ich vorhin gar nicht mitgekriegt. Ja, es gibt noch kein Geruchsfernsehen. Ja. Das wäre auch mal was, dass wir so kleine Endgeräte entwickeln, portabel am besten, um den Geruch dann auch zu streamen. Jetzt mache ich bloß diese Lambdas hier zu einem sehr deformierten... Hier gibt es Teller, glaube ich. Ja. Sind wir in Teller beladen? Das klingt doch sinnvoll, dann können wir das nämlich drüben auch herzeigen unter der Kamera. Ja, wir hätten diese Stagecam schon viel früher einbauen sollen. Ja, schon zum Beispiel so zum Anfang vom Stream. Wobei Live-Einbauten natürlich auch Vorteile bringen. Und zwar? Sie sind unterhaltsamer. Unterhaltungswert, klar. Das sieht richtig aus. Ungefähr. Auch hier schon, die Kamera ist hoffentlich auch reingeschalten. Ich denke schon, also was sollen wir noch machen? Also, riechen tun sie auf jeden Fall schon mal gut. Du bist nicht in irgendeiner Kamera. Okay, das lassen wir ohne. Du musst ein Stück auch runter. Die sind alle relativ tief gehalten, weil wir ja den Ofen filmen. Weil so Küchenkamm? Ja. Ich meine, wir werden schon angerufen, wenn es nicht passt. Ich habe mein Handy nicht dabei. Ich habe mein Handy dabei. Okay, gut. Aber das passt schon recht gut. Kannst du mal austauschen wieder? Ja, die Tücher sind alle drüben. Es sind noch Tücher. Hier ist eine Tasche. Aber die. Wieso haben wir alle Tücher exportiert? Das sieht schon auch gut aus. Ich mache dir hier Platz, dann kannst du das einfach hinstellen. Einmal rauslupfen und dann hinstellen. Ja, das klingt sinnvoll. Alle hopp. Auch wenn es natürlich unterhaltsam wäre, wenn ich mir jetzt die Finger verbrenne. Nein. Ach, soll der Stream entscheiden, ob das unterhaltsam ist oder nicht. Das Gute ist, wir kriegen das gar nicht mit. Das Gute ist, wir bekommen das überhaupt nicht mit, was der Stream entscheidet. Alle hopp. Passt schon, liegt der jetzt auf dem Untersetzer. Wunderbar, dann können die ja schon mal rein. Ja, stell mal rein. So, Regie, wenn ihr mich hört, könnt ihr den Timer bitte wieder starten. Danke! So, sollen wir dann die auf den Teller laden? Und laden wir die auf den Teller? Oder wir machen zwei Teller, einen Teller für nix und einen Teller für den Rest, weil sonst gibt es nichts mehr. Die Sterne kann man auch stapeln. Da liegt auch das Angebissene drauf. So, sehr gut. Die kühlen ab und wir gehen rüber. Ja, die sind schon angekühlt. Nein, ich meine die anderen. Ach so, ja, die. Die können, nehmen wir ja mit. So, dann sehen wir uns alle gleich wieder drüben auf der Hauptbühne. Schauen wir mal, ob die Regie zugehört hat. Lukas? Ja, wenn ihr nicht an euer Telefon geht, insbesondere Häkchen, ja, dann können wir euch auch nicht informieren über Sachen. Der Timer ist gestartet. Das Telefon sehr gut. War dabei. Telefon war dabei. Ich habe zweimal angerufen. Ich habe vor allem Hunger und ich wollte euch an die Zeit erinnern. Ich habe eine Hülle. Ja, Zeit, nächster Punkt. Was sagt denn die Zeit? Die Zeit ist nämlich genau Mitternacht. Das wollte ich euch gerade. Es ist genau haben. Mitternacht. Gut, es dann genau Mitternacht. Das machen wir jetzt. Ihr seid mit den ersten Lebkuchen fertig. Ich glaub, genau, und ich würde auch sagen, dass wir. Können wir bitte einmal diese Kamera kriegen hier? Und die einmal ein Zoom-In auf das Nix-Logo aus Lambdas und dann würde ich sagen, aus den Lebkuchen. Der macht Häkchen das Taste-Off und damit können wir dann fast schon beenden. Und wenn wir Waffeln geschickt bekommen, einfach uns kontaktieren per Mail oder per IRC oder irgendwo sonst? Irgendwo sonst, also per Mail an walk@hack.space ist natürlich die beste Variante, aber auch anders geht natürlich. Jetzt probieren wir ja nochmal. Sockgebackene Wünsche. Also der Chat sagt, ihr habt einen tollen Lebkuchenjob gemacht und die Waffeln kommen mit Herz. Genau. Herz zurück und die Lebkuchen sind auch geschmacklich gut, nicht nur optisch. Kann man sagen. Dann, sehr gut. Dann ach, und bevor ich es vergesse, ein Nix-Workshop wurde angefragt. Oh, soll ich nix beibringen? Rinderhack oder öffentlich? Das wäre eigentlich interessant. Du bringst es mir bei. Andere Wesen schauen dabei zu, wie ich scheitere.
Es gab eben schon überlegen, ich hatte schon mit verschiedensten Betriebssystemen so meine Späßchen. Das könnte unterhaltsam werden, ja. Wir haben leider zu diesem RC3 keinen Slot mehr dafür auf unserer Bühne. Self-organized Sessions könnten noch existieren. Aber wird auch zu diesem RC3 die Zeit nicht sein. Wir überlegen das in die Zukunft. Entweder werden wir einmal einen unabhängigen Stream machen, den kündigen wir dann natürlich auch an über unseren Social-Media-Kanal von den Hackersense Climate Change und auch über unsere Mailingliste. Wir haben auch Twitter. Es gibt sogar einen Hackrock-Twitter. Das kündigen wir dann natürlich an, wenn ein solcher Nix-Workshop stattfindet. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis morgen Abend. Wiederschauen. Ach so, ganz zum Schluss noch, wir verabschieden uns auch aus der Regie. Tschüss, Regie. Ciao. Und Nachfragen. Ja, und nochmal vielen Dank an den Chat, dass ihr so viel mitgeschrieben habt und mitgemacht habt. Ein Herz an alle.